Herzlich willkommen. Rick, du bist scharf und sitzt in der Mitte. Ich bin I'm pleased. Ist nicht Absicht. Ach, Entschuldigung. Ah. Hört man uns? Ja, hört man uns? Hallo, hallo, hallo. Test, test, test. Ja, wahrscheinlich. Sehe, das, was ich brauche, ist nicht schwer zu beschaffen. Oh, ein Doggo. Ach ja. Toter schön, Doggo. Schön, Chat. Habt ihr das gesehen? Da hat irgendwer, hat da Text einfach auf den Wartebildschirm geschrieben. Keine Ahnung, wer das war. Ein Huh-Sohn. Huh. Mhm. Ist das alles, was er sagen kann? Huh. Ja, okay. Keine Antwort. Hier, guck, Rick ist irgendwo und sammelt Miasma-Scheiß, habe ich das Gefühl. Ich sammle Sperma. herzlich willkommen in unserem Stream, in dem wir Enshrouded spielen. Das neue Game von Keen, so heißen die Entwickler, deutsche Entwickler, die Minecraft zeigen, wo die Nägel hängen. Ja, ist totaler Minecraft-Konkurrent. Voll. Das Spiel ist voll Minecraft. Ja, super. Ja. Man hart. Sieht es ja bei Rick. So. Punchwood. And then it goes brr. So, ich sammle währenddessen Steine. Warum sammelst du Steine? Ach, keine Ahnung. Wenn wir etwas. Warte mal, habe ich sie im Inventar noch? Okay, ich habe drei Steine. Was hast du im Inventar? Wir haben sehr viele Steine, weil ich ja sehr, sehr, sehr krass Löcher gegraben habe, bis mir irgendwann dann aufgefallen ist, dass es eine etwas bessere Methode gibt, sich in die Wand zu graben. Und zwar? Kann ich dir gleich zeigen. Oh, das ist, dann schalte ich auf dich. Aber erstmal, ich gehe hier runter. Lammerpill fragt, Dynamit? Nee, ist tatsächlich das? Noch einfacher. So, ich sammle hier noch ein bisschen Miasma-Flüssigkeit. Sammel den Stuff. Ja, das Geile ist, wenn wir Miasma-Flüssigkeit haben, können wir blaue Boxen herstellen. Ah, das sind die magischen Boxen, meinst du, ne? Genau, weil wenn wir dann an der Werkbank sind, dann müssen wir nicht den Shit in den Inventar haben, sondern alles, was in den blauen Boxen ist, ist dann auch in diesen Boxen drin. Also sind sie halt natürlich weit, weit geiler. Und ich wollte eh halt mehr Boxen machen, einfach weil wir nicht sehr viel Space haben. Das ist ja, verstehe. Classic. Ja, ja. Das wollte ich gerade so ein bisschen was sammeln. Und hä? Da ist ja ein Haus. Ich glaube, da muss ich gleich hin. Rick hat übrigens seit dem letzten Stream, den könnt ihr euch übrigens angucken, das ist unsere Stream-Live-Playlist, ihr wisst schon. Und öffentlich ist er, glaube ich, auch. Oh, der hat hier was gebaut. Der hat hier ein ganzes Haus gebaut. Ich werde das jetzt nicht alles zeigen. Das macht Rick gleich, glaube ich, selber. Sonst ist er böse. Schätze ich mal. Total. Ja, aber wir sind ein bisschen vorangekommen. Und mit wir meine ich eher. Nee, ich habe einfach nur das Haus gebaut. Weil ich wollte jetzt nicht groß weiterspielen. Genau, storytechnisch haben wir nichts weitergemacht. Nee, also ich habe ein bisschen was gesammelt, dass wir halt diese bessere Rüstung herstellen. Weil ich dachte jetzt so. Farmen ist nicht unbedingt das Spannendste zum Angucken. Ja, what so. He says. Auch wenn ich jetzt gerade am Farmen bin. Hier leuchtet's rot. Oh, eine Fackel. Hier kam die Frage gerade rein aus dem Chat. Machen wir auch eine Säuremine? Wir haben einen Keller. Ja, und es gibt NPCs, die wir quasi für uns arbeiten lassen können. Oh, mal gucken, kann ich diesen Wolf töten? Hoah! Das war, da habe ich dich ausgetrickst, ha, Wolfi? Oh, da hast du aber ins Nichts gebissen, ha, Wolfi? Oh, schon wieder so ein Idiot. Oh, bist du dumm? Oh, du bist tot. Jo. Was hast du? Knochen und rohes Wolfsfleisch. Alles nehmen. Yeah. Ich liebe das, dass man so als Mensch, der wenig Fleisch isst, aber wenigstens so roleplayen kann, dass man so voll der Fleischfresser ist. Fühlt's gut an. Ja, yeah, oh, Bären, guck mal, das sind auch Lebewesen, die ich töte jetzt gerade hier. Ja, yeah. Ich esse Lebewesen. Mm. Ich sammle einfach alles, okay, Ricardo? Kann ich, diese gelben Bäume, meintest du, die haben Harz. Kann ich die auch mit was anderem schlagen, außer einer Axt, sodass die... Du kannst sie mit allen schlagen. Ich glaube, macht nicht so krass viel Schaden. Ich glaube, mit Axt machst du halt 10 Schaden. Ein bisschen effektiver. Aber im Endeffekt kannst du sie einfach hauen. Aber da kommt nichts raus. Tja. Da kommt kein Saft raus. Also, erstmal. Ich glaube, du hast Scheiße gelabert. Kannst du auf mich schalten? Ja. Ich kann den Flammenaltar
Stärken auf Stufe 2. Oh! Nett. Damit kriegen wir auch irgendwie irgendeine Besserung, also irgendwie einen Attributbonus oder sowas. Na, wir können, glaube ich, auch weiter bauen, oder? Ich weiß nicht, ob wir den, finde die zwei Obelisken der Bauer in den Hochweiden. Aha. Okay. Gut. Für alle, die jetzt gerade da sind und zuschauen. Hallo, pinkige, gelbe Erbse. Ich erinnere mich vom letzten Mal. Wir werden heute, glaube ich, versuchen, in den Quests ein bisschen voranzukommen, oder? Genau, aber erstmal, ja, kannst du dir deine bessere Rüstung herstellen. Ist da etwas schon alles vorbereitet für mich? Weil ich habe auch ein paar Sachen in die Truhe gelegt. Ja, ja. Aber also eigentlich kannst du den Rest jetzt selber machen. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz ein bisschen Metal-Schrott holen. Dann kann ich noch mal ein paar Truhen herstellen. Weil sonst kann ich nicht alles, was ich habe, weggeben. Und das ist ein bisschen doof. Ja. Rüstung. Ist es das Kämpfer-Set? Genau. Du kannst. Fehlt mir alles. Ich habe null. Ja, aber du müsstest alles. Also in den Ofen ist auf jeden Fall. Muss ich? Ich dachte, wenn es in den Truhen ist. Ups, ich springe. Nein, die Truhen habe ich doch noch nicht hergestellt, du dämlicher Sacknadel, Alter. Ach, warte mal, die magischen Truhen. Ich dachte, auch wenn wir in den normalen Truhen was haben, nein, ist so wie bei Palworld. Ich habe doch gerade eben gesagt, ich brauche dieses Miasma-Zeug. Palworld ist viel besser als dieses Spiel. Hä, boah, nur weil du Scheiß, die Truhen nochmal extra herstellen musst? Ja. Bist du besoffen? Ja, scheinbar. Okay, warte mal. Hier wird irgendwas. Warum? Du stellst Kohle her? Ja, weil wir Kohle brauchen, um diese Metallplatten herzustellen. Ah, okay. Und wo kriege ich jetzt die Metallplatten? Da rechts daneben, wo wir letzte Mal die Metallplatten herstellen. Nein, das ist der Kochofen. Da stand Kochen. Diggi, liest du eigentlich überhaupt irgendwas? Merkst du dir überhaupt irgendetwas? Nö. Ah, stimmt, hier habe ich was reingelegt. Okay, hier sind 11 Metallplatten. Okay, und das braucht Kohle und Metallschrott. Aber du brauchst keinen, also du musst jetzt da nichts weiter reinlegen. Ich dachte, ich muss mir Kohle nehmen. Nein, du musst nichts, du musst die Metallplatten nehmen. Ja, ich habe die Metallplatten genommen. Ja, und jetzt müssen wir da erstmal nichts weiter herstellen, weil die Metallschrott brauchen wir nicht unbedingt, also wir müssen nicht mehr daraus herstellen, weil ich brauche die Metallschrott, um Nägel herzustellen. Ah ja, ich glaube, ich brauche Stofffetzen, nicht wahr? Ja, die sind auch da. Brauche ich auch alles? Fellfetzen? Nein. Nein, sagt er. Brauche ich Garn? Ich habe ihn nicht gemerkt, was ich alles brauche. Du brauchst Garn, du brauchst, glaube ich, Leder, Tierleder. Tierfell, stimmt, aber hier ist kein Tierfell. Es kann sein, dass ich das im Rucksack habe. Das ja, wäre? Das im Rucksack. Ja, ich habe auch das Harz im Rucksack, ja, ich komme sofort zurück. Ah. Weil ich habe ein bisschen. Doch, ja. Also, du kannst gucken, ob Garn da ist, weil. Ich habe Garn, ja, in der Tasche jetzt. Okay. So, ich. Ich hau hier noch ein bisschen was kaputt. Ich habe 35 Stoff und 33 Garn. So, wer redet hier was über Oblaten im Chat? Sommergewürzspekulatius? Oblaten, nicht das Fleisch Jesus oder sowas? Oblaten sind doch nur diese komischen kleinen diesen Blätter. Kapitalisten, Kannibalenreligion, Alter. Isst du den Sohn deines Gottes auf? So. I'm porting back. Geil. So, ich mach hier in die eine Truhe das Tierleder rein. Danke. Es ging um Lebkuchen, Lamapel. Das ist ja interessant. Also wenn ich jetzt hier noch Lebkuchen irgendwo erwischen würde, ich würde ihn essen. Das ist scheinbar nicht die Truhe, in der du das gelegt hast. Ist das die Truhe, in die du sie... Ja. So, da sind die Fetzen. Ja, also wie ihr seht, ist alles wie in Minecraft, ne? Das sind genau dieselben Zutaten. Und es gibt einen Ofen und so. Und den gibt es auch in Minecraft. Also... Ihr wisst ja, wie es wird. Achso, warte mal, das ist. Ich muss ja an ihn rangehen. Okay, ich kann. Ich habe immer noch kein Harz. Hast du das Harz auch reingelegt? Ach ja, das Harz. Du kannst es mir, glaube ich, auch schicken. Ich kann es dir auch einfach reinlegen.
Danke. Da ist das Harz. Yum, 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 yum. So, jetzt aber. Jetzt mache ich mir die krasseste Rüstung, damit wir endlich auf Quest gehen können. Was mache ich zuerst? Erstmal das, was am meisten bringt. Das hier. Herstellen. Yeah! Okay, jetzt die Hose. Die bringt auch viel. Yeah! Geil. Jetzt möchte ich die Schuhe. Yeah! Und die auch noch. Yeah! Und das auch noch. Ah! Okay, Ausrüstung verbessern. Kann ich die Ausrüstung verbessern? Nee. Das könnte ich verbessern. Bösartig. Erhöht den Hinterhaltsschaden um 20%. Geil! Jetzt habe ich eine Mega-Rüstung. Warte, ich muss sie bei Tag anlegen. Dann wirkt sie viel besser. Ich habe das Gefühl, du hast sie schon angelegt. Oh, es ist hell. Ja, ich habe sie schon angelegt. B. Okay, B. Character. Dann zeig mal her den Rotz. Yeah. Okay, okay. Sieht scheiße aus. Yeah. Na komm. Oh mein Gott, die sieht so, irgendwie so süß pummelig aus. Oh. Ich finde, die Figuren sehen auch so, so super klein aus. Konnte man irgendwo die, die Körpergröße ändern? Oh, das sind aber süße Tights. Oh, noch die Schuhe. Ja, komm. Jawoll. Irgendwie passt die aber überhaupt... Naja, es passt ein bisschen zusammen. Aber so richtig nicht. Der Helm passt gar nicht zu dem Rest. Warum ist es nicht derselbe Metallton? Huh? Da haben die Entwickler aber ganz... Also wirklich, also schlechte Arbeit, ganz schlecht. Oh, warte mal, ihr seht es? Doch, ihr seht es, oder? Ja, ihr seht es. Entschuldigung, ich dachte, ich wäre auf Rick. Sehr irritierend. Genau, wir müssen eine Warte questen und Streiche spielen und suchen nach verborgenen Gräbern. Aber ich glaube, wir gucken nach der nächsten Warte. Da gibt es nämlich Belohnungen für. Da habe ich Bock drauf. Oder? Na, wir haben hier direkt in der Nähe etwas, wo wir irgendwie raufklettern müssen. Ja, genau, eine Warte nennt sich das. So, ich bin sehr gut ausgestattet. Ich sehe sehr gut aus. Ich glaube, niemand kann mich jetzt noch töten. Niemals. So, wir haben eine Magic Blue Box. Hast du die gebaut? Oh, sie, genau. Sie leuchtet. Ich sehe sie. Und ich habe nicht Bock, jetzt die anderen Kisten mehr Stauraum zu sortieren. Ja, braucht ja keiner, braucht ja keiner. Weil das muss man dann auch alles halt machen, aber. Aber ich werde jetzt erstmal alles, was ich hier jetzt quasi habe. Gut gerettet, Lamapell. Gerade mal. Einfach mal hier reinlegen, obwohl die Bären kann ich. Nee, brauche ich nicht. Gut gerettet. Okay, dann kann ich nochmal gucken, was habe ich denn hier so für Equipment. Das ist eine gute Frage. Ich gehe einfach mit dem, was ich habe. Ja, irgendwie habe ich so viel, aber irgendwie brauche ich es nicht. Obwohl, das Einzige, was ich. Ich zerstöre einfach mal hier die Sachen. Das lösche ich mal. Löschen. Kriegst du dafür wenigstens irgendwas? Ja, Runen. Ja, geil, Runen. Damit kannst du Sachen verbessern. Achso, stimmt, ja, stimmt, ich kann es diesen Typen geben. Und irgendwas wollte ich noch einpacken, was ich, glaube ich, hier mal reinpacke, obwohl ich es eigentlich besser gebrauchen könnte. Feuersteinpfeil klingt ganz nice und Holzpfeil klingt ganz nice. So dumm, dann kann wenn ich darüber zu Rick gucke, gucke ich von euch aus gesehen nicht zu Rick. Aber wenn ich hier gucke, dann gucke ich zu Rick. Dann macht das alles Sinn. Es ist Wahnsinn, Steven. Das ja, ist oder? Absoluter Wahnsinn. Ich weiß, ich weiß. Hallo, Nix da. Bist du der richtige Nix da? Der. Ach nee, wahrscheinlich nicht. Du bist anders geschrieben. Nee, ist ja der schade. Nix da. Schade, Nix schade. Da. Ich habe mich immer gewundert, warum die Spacewalk nie Valheim erwähnt haben. Weil wir es nie gespielt haben. Du hast kurz gespielt, oder? Ja, ich hab's gespielt. Ich bin aber nicht so reingekommen. Ich hatte das Problem, dass ich es. Als ich es gespielt habe. Bin ich immer, also haben so andere Leute auf den Servers gezockt, dann bin ich immer so dazugekommen. Aber die waren dann immer schon so, ah ja, hier, guck mal, in der Truhe findest du das Equipment. Und da habe ich irgendwie Equipment eingesammelt, war so dann erstmal so grundlegend ausgerüstet und habe irgendwie so eine Hütte gebaut. Und dann habe ich mich das nächste Mal eingeloggt und die so, ja, ja, hier, du kannst wieder neues Equipment nehmen. Und dann habe ich immer schon alles halt bekommen. Und es war halt fucking lame. So, wenn du halt dich einloggst und halt irgendwie alles schon für dich freigedingst wurde, so. Weißt du? Und dann habe ich irgendwie keinen Bock gehabt. Aber ich finde Valheim, also hat nette Sachen, aber auch irgendwie. Hat's mich nicht so gecatcht wie andere Spiele. So, wir gehen jetzt hier rüber, ne? Ey, Bro, ich komme. Wie ging das nochmal? Ah ja, so, einfach springen. Also, ich muss nochmal hier ein bisschen springen. Woo! Rüber machen. Genau. Ja, ich muss nur, dass ich ein bisschen sehen kann, ob ich. Oh Gott, ich werde angegriffen! Toll, jetzt habe ich kurz auf dich geguckt und jetzt habe ich ganz wenig Schaden bekommen. Oh nein! Ein kleiner Doggo hat dich angegriffen, Alter. Stirb!
Das Praktische ist, also erstmal guck mal deine HP jetzt an. Ja, die ist ein bisschen episch. Die ist wesentlich höher. Und wir haben auch eine minimale Regeneration. Also diese Rüstung ist so viel besser. Oh, yeah. Was ein bisschen mickrig ist, wir haben 2% mehr Schaden. Was halt einfach so nichts ist. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Unterschied macht. Ich meine, wenn man irgendwie 10 Schaden macht, ist dann so 2% mehr, ist immer noch 10. Also, keine Ahnung. Ich meine so, aber so als Zinseszins und so ist... Jetzt ist aber kein Zinseszins. Ja, aber wäre geil. Oh, das Honig! Ich wusste gar nicht, dass man die kaputt machen kann. Man kann alles kaputt machen und alles droppt irgendwas. Nur meistens ist es nichts Besonderes. Also, du kannst zum Beispiel sehr viele so... Kisten und sowas kaputt machen und dann kriegst du halt Holz. Aber es ist nicht so, als wäre es jetzt so kompliziert, Holz zu kriegen. So, das ist jetzt hier so eine Warte, oder? Ich verwende sie einfach mal. Mal gucken, was passiert. Wir verwenden sie. Woo! Ich bin gespannt. Okay, jetzt sind wir jetzt drin. Oh. Wir sind auf jeden Fall in mir drin, so ein bisschen. Oh, da sind wir in mir drin. Geil. Oh, das ist mein Hintern. Ja, das ist mein Hintern. Was ist das? Plündern! Knochenmehl, Mana-Trank. Es gibt Mana? Ja klar, man kann doch auch zaubern. Natürlich gibt es Mana. In dem Spiel gibt es auch Zauberstäbe. Ja, aber die verbrauchen kein Mana. Oh. Der Standort, den wir suchen, der ist oben. Ich gehe mal nach Manche oben. Manche Türen sind versiegelt. Hä? Betätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Okay, hier ist eine Tür, die ist closed. Closed okay. As fuck. Ich such mal den Schalter hier oben, der nicht hier ist. Ja, hier ist auch nicht so viel Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Metallplatten! Okay, wir brauchen... Oh, Metallplatten sind aber fucking nice. Ja, ich habe eine gefunden. Ich glaube, es war nur eine. Ah. Aber guck mal, das ist doch der richtige, das ist das richtige Symbol. Hä, warum hast du es nicht gedrückt, du Idiot? Oh, eine Truhe! Fernkampfwaffe. Hä? Bin ich voll? Oh, mein Rucksack ist voll! Shit. Hast du dich nicht entleert? Ich habe extra nochmal eine Kiste hergestellt, damit wir alles halt leeren können. Hab ich nicht gemacht. Na, dann ist es mein Loot, Alter. Danke. So, aber hier geht's nicht weiter. Ach, warte mal, da ist noch ein... Ich kann bestimmt irgendwas wegwerfen. Ah, ja. Kommst du mal raus da? Ja, ich habe jetzt wieder 4 Plätze. Warum verzauberst du das Ding? Hä? Warum gehst du nicht einfach kurz zurück? Hä, ich bin doch zurück. Ich bin doch rausgegangen, wie du wolltest. Raus? Also hast du dich zurück teleportiert in die Base und deine Sachen weggegeben? Ach, das meinst du? Nein, ich habe jetzt 4 neue Plätze frei wieder. Was hast du denn zerstört? Ah, meine alte Rüstung. Okay, die habe ich in eine Kiste gepackt, aber eigentlich kann man sie auch zerstören. Also, da oben ist nochmal so eine Tür. Ah. Und da ist auch so ein Greifhaken-Ding. Greif. Ich weiß nur nicht, wie die Tür man öffnet. Weil hier, das ist ja quasi so ein Schalter. Da steht so, hey, yo, hier. Das sieht aus wie der da. Hier draußen ist so schwarz, da sieht man gar nichts. Eine Fackel. Stimmt, man kann ja Fackeln in die Hand nehmen. Ja. Okay, man muss die richtige Taste drücken. Warte, da oben ist auch ein Greifhaken. Du kannst drüber schwingen. Von oben. Ja. Ja, ja. Und dann ist man hier oben. Genau. Perfekt. So, und jetzt, genau. Jetzt bleibst du da oben und ich löse das Rätsel. Man kann die Tür einfach öffnen, man braucht keinen Schalter. Wirklich? No fucking way! Ha! Okidoki. Das ist so Peak Gameplay, wenn man einfach vor so einer Tür dann stehen bleibt. Ich hab den Jump nicht geschafft. Wart auf mich! So, bin ich? Da unten sind Spikes. Ah, ich bin von zu tief gestartet. Ich mach's nochmal. Hui! Ja, perfekto. So, wo bist du jetzt gerade? Ja, weiter. Das ist aber ein bisschen dumm. Heiltrank. Ey, hier sind 1000 von diesen Boxen. Mach sie alle kaputt. Ich habe hier nochmal so einen Teleporter. Ist halt so, lohnt sich das? Weil finde ich. Ich meine, man findet Sachen, aber.
Hm. Naja, es ist Miasma Überlebenstrank. Das klingt ganz geil. Kann ich das kaputt machen? Hallo? Ist halt so, man kann sich darüber enterhaken, aber man hätte auch einfach runterspringen können und die Treppe nehmen können. Steine, cool. Honig. So, machen wir mal kaputt hier den Rotz. Säure, ja, irgendwie lohnt es sich überhaupt nicht, so Sachen kaputt zu machen. Ich port mich mal hoch. Oh ja, ich auch. Warum geht es hier eigentlich um den Leib Christi im Chat? Hört mal auf, den... Weil sie ihn essen. Wir haben Kannibalen im Chat. Nee, ich weiß nicht. Die sind einfach sehr körperlich, so. So, da ist Lava. Scheiß Dreck! Ich hab mein Schwert... mein Schwert habe ich kaputt gemacht. Ich habe irgendwie nicht drauf aufgepasst, dass es ja eine Dingens hat. Da ist ein... Okay, da ist ein Schalter, aber der... Kann man hier klettern? Der aktiviert sich nicht. Also irgendwas muss man machen. Hier ist ein Schalter. Okay, einige Schalter sind möglicherweise unerreichbar. Schieße sie mit einem Keine Munition. Hast du noch Pfeile? Hier oben, hast du Pfeile? Oh, oder so. Nice. Ja, wie gesagt, davor braucht man nichts. Was ist da drin? Meins. Toll. Ganz toll. Ich habe einen Ring gefunden. Hast du? 8 Ausdauerpunkte, 10 Lebenspunkte. 8 Mana-Punkte, Mana-Regeneration. Mhm. Und ich habe 6 Mana-Punkte, Ausdauerpunkte, Lebenspunkte. Ah, ist viel besser. Willst du den anderen Ring haben? Ja, bitte, ich habe gar keinen Ring. Den kannst du schenken, Rechtsklick schenken. Löschen, nein. Hä, jetzt hast du... Oh, doch. Okay, ja, ich habe einen geschickt, also ist ein bisschen komisch. Cool, ich habe ihn ausgerüstet. Und was kann der jetzt nochmal? Mana-Punkte und Mana-Regeneration. Ich habe gar keinen Mana-Kram. Der bringt mir ja gar nichts. Ja, das ist richtig. Oh, noch mehr Metallplatten, nice. Aber ich sagen muss, ich finde es immer ein bisschen lame, wenn man immer so 1000 Boxen da kaputt machen kann. So auf Dauer so ein bisschen so, ja, okay, hier nochmal da kaputt machen, da ist kaputt hauen, ist so. Ja, gut, aber da sind ja auch jetzt Sachen drin, die kann man auch einfach liegen lassen. Ja, die Metallplatten sind schon ganz nice. So, hier geht's weiter. Warte mal. Müssen wir hoch oder müssen wir die Teleportplatte benutzen? Nee, wir hätten auch einfach da einen anderen Weg gehen können quasi. Also wir müssen die Teleportplatte nehmen. Ich habe Salz. Sehr viel Wachs haben wir jetzt. Ich teleportiere mich einfach schon mal. Plöpp. Ist ein neues Video zur Brokkoli-Legalisierung in Planung. Wow, da haben wir aber beide gleichzeitig was gesehen. Ich glaube, ein Video ist dazu erstmal nicht... Es ist ja auch noch kein Video wert, es gibt ja noch gar nicht wirklich was. Erstmal würde ich da auch jetzt eh abwarten, ob sie, also, ob was da jetzt passiert. Siehst du auch, was ich sehe mit den Spikes? Ja. Ich bin schon durch. Au, du hast mich blockiert, du Idiot! Dann geh nicht dahin, wo ich bin. So, hier ist eine Tür, da ist auch noch eine Tür? Ja, ich bin hier woanders schon. Ah, okay. What is this? Wir müssen Schalters drücken. Ja, ich suche gerade einen Schalter. Ich bin schneller als du. Oh! Oh! Renning! Der Schalter ist hinter dir. Oh ja. I have drücked it. Ist noch einer. Oh, wir brauchen zwei. Hm. Ja, dann hast du den übersehen. Arsch. Nee, ich schätze mal, der ist hier. Ich warte mal, bis dieses Zeichen hochgeht. Und du so? Du brennst. Ja, kann ich da nicht weit genug springen? Oh, oh. Hä? Oh, oh. Dann geh doch geradeaus. Nein! Na, ich will... Da teleportieren wir uns weiter. Deswegen will ich ja, da lang. Ha! Das ist ein bisschen nervig.
weil er diese fucking Rolle macht. So, aber ohne das komme ich da nicht genügend hin. Also komme ich nicht weit genug. Also das ist so, was mache ich da jetzt? Wahrscheinlich solltest du einfach abwarten, dass ich das regle. Wir waren da oben. Da oben waren wir noch. Oh, da oben waren wir noch nicht. Ah, okay. Sheet. Was ist los? Du musst einfach ein Stückchen vorher sprinten. Ja, gesprintet habe ich auch. Ja, du musst aber halt ein Stückchen weiter anscheinend sprinten. So. Tatsächlich. It works. Was okay, hast du? Wurzelstab und Lehrlingszauberstab. Oh, ich brauche auch einen Zauberstab. Gib mir einen davon. Das ist ein Befehl. Moin, Fnetch! Willkommen okay. Im Start! Dieser Zauberstab macht 14 Schaden. Dieser macht 14. Oh, sind die, sind exakt gleich. Wie oft kann man in Lava rennen, ohne zu sterben? Das sind unsere wundervollen Anti-Lava-Schuhe, die verhindern, dass wir da sterben. Das ist doch ganz klar. Ja. So. So, sagt er. Aber müssen wir nicht durch die eine Tür gehen? Welche Tür? Ja, wir haben doch jetzt... Haben wir nicht zwei Schalter betätigt, um dann durch eine Tür zu gehen? Ja, rat mal, warum du einen Zauberstab bekommen hast. Kecker. Ah, warte mal, du hast mir einen Zauberstab rübergeschickt? Oh ja! Warum kann ich ihn nicht ausrüsten? Wo geht es? Unter Fernkampf? Ich kann... Schalt mal auf mich einfach. Mann, aber ich will wissen, wo ich den Fernkampf hinmachen kann. Das ist kein Fern... Das ist eine Waffe. Du kannst aber einfach auswählen wie die anderen Waffen. Ah. Das ist keine Kuhwaffe. Das ist kein Bogen. Achso, bist du auf mir. Ja. Die Warten öffnen Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Bauer über Gluttal. Wage dich hinaus. Das Land muss zurückerobert werden. Okay. Das ist also... Die große Quest. Da ist der nächste Punkt. Krypta der Bauer. Krypta der Jägerin. Das klingt interessant. Krypta des Alchemisten. Und Krypta der Bäuerin. Hm. Oh, Dean ist zu Hause. Und es ist jetzt im Chat. Dean, hast du immer noch nichts gegessen? Geh mal essen. Mach mal Essi. Nee. Nimm ab. Hunger mal ein bisschen. Ja, ich habe das heute gemacht. Ich dachte mir so, esse ich jetzt noch Abendessen? Und dann hatte ich irgendwie nicht so richtig Lust. Und dachte ich, ach, ein Bier reicht. Ich mach dir Licht. Stimmt, du hast ja ein Bier. Ja, ich hab ein Bier. Okay, aber, also, wir haben einen Schnellreisepunkt. Das ist natürlich praktisch, dass wir, das ist der erste Schnellreisepunkt, den wir freigeschaltet haben. Und der ist quasi direkt neben unserer Base. Toll, praktisch. Aber, ja. Ich habe ja upgegradet, die... The Light of Our Base. Ja. Und damit können wir jetzt 4 solche Base-Punkte bauen. Lecker. Und zu denen können wir uns dann auch teleportieren. Also wenn wir halt irgendwo einen Punkt haben, wo wir sagen, yeah, that's a nice spot, können wir da so einen Punkt bauen und dann vielleicht finden wir ja irgend so eine Erhebung oder sowas, von der man dann halt flattern kann. Look at this Blutmond. Werden jetzt alle Viecher wiederbelebt, wie in Breath of the Wild. Aber dieses Spiel ist nicht Breath of the Wild, sondern Enshrouded. Ich muss das nur mal ganz kurz für YouTube sagen, weil der sagt dann automatisch, hey, das Spiel, die haben Breath of the Wild gesagt, deswegen ist es bestimmt auch Breath of the Wild. Aber ist es nicht, es ist ein ganz anderes Spiel. Ja, übrigens, könnt mir Gefallen tun, wenn ihr einen richtig geilen Moment oder Clip seht, ne? Irgendwas, wo ihr denkt, oh ja, das ist so 30 Sekunden bis eine Minute Premium-Peak-Content. Ihr könnt unter diesem Stream, glaube ich, müsst es einen Clip-Button geben. Dann könnt ihr einen bestimmten Bereich klippen. Ich weiß nicht, oder geht das erst, wenn das ein Video ist? Könnt ihr mir gleich im Chat sagen, aber es wäre auf jeden Fall super, wenn ihr vielleicht in Zukunft irgendwann mal sowas macht. Weil dann wissen wir vielleicht so aus Streams, okay, vielleicht kann man da was zusammencutten oder sowas. Nice. Meine Fackel geht kaputt, sehe ich, wenn ich sie benutze. Alter, dummes
OBS, Alter. Was machst du denn? Ich hatte was angeklickt und jetzt muss ich hier wieder... Klick doch nicht einfach was an, Rekan. Großer Fehler. Es ist wieder Tag. Okay, die Sache ist, wir haben hier die Krypte des Alchemisten. Wir haben die Krypta... Warum ist es jetzt hier... Give it to me, baby. Jägerin des Schreiners oder der Bäuerin? Welchen Stissel versklaven wir zuerst? Retten wir aus seinem Eck? Irgendeiner, der uns viel bringt. Bringen tun die uns wahrscheinlich alle was. Ja, aber ich will einen, der uns wirklich viel bringt. Wir können jetzt einfach zu unserer Base hoppen, ne? Ich kann den unteren Eingang nehmen, da habe ich was gebaut. Ah, ja, stimmt, den Ausguck. Oh, er landet genau davor. Ey, Trick 17, wenn du bevor du landest, die Abbrechen-Taste, also die rechte Maustaste drückst, dann macht er keine Rolle. Cool. So, in diese magische Truhe legen wir jetzt am besten Sachen, die verbraucht werden zum Bauen, oder? Wir werden noch mehr magische Truhen herstellen. Das ist jetzt nicht so, als hätten wir nur die eine dauerhaft. Ja, gut, aber ich meine, man kann ja trotzdem die Sachen, die man zum Bauen braucht, halt da reinlegen. And then it just works. So wie... Ach so. Das ist einfach nur ein Licht. So, das ist ähnlich. Okay, achso, warte mal. Hattest du einen Bogen? Ich hatte einen Bogen. Ist noch ein Wurzelstab. Keine Ahnung, was der Wurzelstab bringt, aber es ist der Bogen. Ich muss ihn in mein Inventar ziehen, um zu gucken. Ah, nee, das ist derselbe Bogen, den ich schon habe. Uninteressant! Ist Mabel heute zu Hause? Ach so, ja, Mabel ist jetzt wieder zu Hause. Mabel war mit meiner Freundin unterwegs heute. Die waren nicht im Büro, deswegen fütter ich sie auch nicht, sondern sie wird jetzt wahrscheinlich in diesem Augenblick von ihr gefüttert. Also, die Jägerin, glaube ich, ist am einfachsten zu erreichen. Na, dann kacken wir die Jägerin an, würde ich sagen. Wo ist denn schon wieder die Werkbank? Ah, hier. Repair my stuff. Geil. Ich bin wieder full repaired. I have Bock. So, und jetzt mache ich einen knisternder Zauberstab. Magierangriff. Wow. Das ist ein kleiner Furz. Ja, ist weird. Aber ey, du kannst damit Sachen, die explosiv sind, relativ nice explosivisieren lassen. Mm. Das ist schon ganz praktisch. Ja. So, wir brauchen Miasma, nicht Miasma, diese, ne? Doch, Miasma-Sporen sind es. Wo kriegen wir die her? Von bestimmten Gegnern, glaube ich. Okay, wir müssen also in Miasma Leute töten. Alles klar, schaffen wir. Ja, ich glaube, es sind so Gegner, die sind, ja. Irgendwo hier ist dann... geht's ab. Aha, wir laufen in die richtige... Ich glaube, hier war auch... Warte mal. Richtung? Hier war auch irgendwo so eine Höhle. Ich glaube, die würde ich gerne mal kurz... erforschen? Ja, die... Ich glaube, die war hier. Ah, ja, das ist eine Höhle. Oder da links? Ja, hier ist dieses Viech. So eine Miasma-Wurzel. Oh Gott. Hast du es nicht geschafft? Nee, ich, irgendwie hat der einen Sturzflug gemacht aus irgendeinem Grund. Und jetzt bin ich unten. Aber ich habe einen Fähigkeitspunkt bekommen, weil du was gemacht hast. Ja. Danke. Au. Du bist auf dich allein gestellt. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Klettern kann ich jedenfalls nicht dahin. Aber hier geht's weiter. Ich sehe dich da unten. Ja, ich muss aus dem Miasma raus. Ich hoffe jedenfalls, dass ich hier rauskomme. Hallo? Hallo? Hier habe ich Schutz, aber keine Wärme und kein Komfort. Ne, ich bin quasi über dir. Das ist ja fantastisch. Ich weiß nicht, wie du da hochkommst wieder. Ja, das, das weiß ich auch nicht. Kannst dich teleportieren? Zu dir oder wohin? Zur Base zurück und dann einfach kein Idiot sein. Wir sind ja nicht so weit gelaufen.
Weil ich nehme an, ja, hier geht's auf jeden Fall weiter. Hier, also deswegen. Nee, ich kann hier nicht schnell reisen, weil ich im Miasma bin. I have to go outside of the Miasma. Oh, da kommt Gegner. Ah, ah. Ja, du kannst da nach links gehen, dann kommst du auch zu mir. Glaube ich. Alter, ich gehe so krass nach links, das glaubst du gar nicht. Ah! Sieht zumindest ein bisschen so aus. Ich bin nicht mehr im Miasma. Ja, jetzt geht's hier wieder hoch. Können die Viecher außerhalb des Miasmas überleben? Können sie das? Ja, scheinbar können sie das. Aber sie hauen ab. Aggro verloren. Aber du müsstest ja aber... Hä, ich bin quasi ja fast bei dir. Ja, ja, doch, da müsstest du hochkommen. Ja, da muss ich ja gar nicht. Ich seh dich auch laufen. Hallo, wer bist du? Ah! Bean! Bean! Nee, da gehe ich nicht zu dir. Hallo. Na, jetzt bin ich bei dir. Hallo. Wir sind wieder vereint. Ja! Falschen Ort. Okay, aber jetzt können wir hier links gehen. Na, aber wunderprächtig. So, ich gehe nochmal auf den Chat ein, weil sonst schlägt mich Dean wieder. Inventar leeren nicht vergessen. Nein, sowas meine ich nicht. Ich glaube, ein bisschen habe ich entleert. Ne, ich meine diese... Warte mal, stimmt. Ich habe ja jetzt... Dadurch, dass ich das ja jetzt gemacht habe, haben wir einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Ah ja, stimmt. I will spend it too. Übrigens, Ion überlegt sich, das Spiel allein aufgrund des Bausystems zu holen. Würdest du da sagen, das ist ein gutes Bausystem? Das Bausystem ist ziemlich gut, ja. Du kannst da sehr detailliert bauen. Ganz cool was machen. Wir haben halt das Problem, also ich will ja auch noch weiter bauen. Bisher haben wir noch nicht so die coolen Sachen dafür halt. Also du kriegst ja quasi, kann man sagen, Texturen? Texturblöcke? Die Gegner werden stärker durch... Dadurch, dass wir zu zweit sind, glaube ich. Und dass wir aufleveln, oder? Ja, aber die haben ja ein Level und der war jetzt nur Level 3. Also das ist, ich habe schon andere Level 3-Gegner getötet. Die waren different. Ja. Ich habe jetzt noch nicht meinen Fähigkeitspunkt. Man kann ausgegeben. Cool bauen. Und es gibt ja auch so einen Schreiner-Typen, den wir noch freischalten können und sowas. Alter, ich snipe die einfach mit dem Magiestab weg. Der ist manchmal ganz nice und manchmal nicht. Ja, wenn du kitest, gar kein Problem. So, dann kann ich von hinten einfach aufräumen. Okay, du gehst in diese Höhle. Du machst das, ja? Okay, gut. Dann muss ich dir nicht reinkommen. Was machst du da? Schutt. Ich kann hier Äste freihauen. Toll. Sehr cool. Das Ästboden ist irgendwie so... Ich dachte, vielleicht ist da was drunter oder sowas, aber es ist einfach nur Äste. Oh, meine Waffe ist auch relativ beschädigt. Ich habe sie natürlich nicht repariert, als wir zurück waren. Ja, ja, das habe ich diesmal gemacht, weil ich super klug bin. Vergiss das niemals. Ich glaube, man findet aber zwischendurch Sachen zum Reparieren. Kann man auch Reparatur-Kits machen? Me not know. You not know? Ist das hier so eine Wache? Können wir da rechts hin, so Südosten? Also da ist auf jeden Fall so ein altes Tempelgebäudechen. Ja, lass uns das doch angucken. Ich weiß nicht, warum wir daran vorbeilaufen sollen. Nee, ich guck nur, weil... Guck mal, wenn ich hier... Ah ja, okay, es ist einfach nur... Siehst du bei mir? Ja. Das Fragezeichen, das schippt so nach da oben. Aber wenn ich so mache, dann hüpft es da in die Mitte. Also hier irgendwo ist die Jägerin und... Ey, na, wahrscheinlich maybe, da oben. Ja, maybe inside this thing. Was lässt sich doch denken? Hier waren Wookies, glaube ich. Oh, Wookies! Ja, süße kleine Wookies. I'm very gespannt. Oh, da steht einer. Da steht einer. Hallo, Wookie. Hallo. Oh, wie er angerannt kommt. Oh, da kommt noch ein zweiter. Oh, tot ist er. Hast du ihn schon fertig gelootet? Alter, der Zauberstab ist King. Nice. Ich kletter hoch. La 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 la
Sonst ist hier nicht wirklich was oben. Kommt bis umsonst hier hochgekommen. Kann man... Hä, wie kann man den... Oh, wow, sehr gut. Whee! Wo bist du? Ah, wo sind wir Level ab? Ein neuer Marker hinzugefügt, steht da. Hä, Level 4? Also ich muss auf jeden Fall... Ah, ja. Mal eigentlich meine Fähigkeiten upgraden. Ich möchte ja ein Tank sein, habe ich gesagt, ne? Ausweichangriff. Und deswegen gehst du jetzt auf Zauberstab? Ja, ich möchte ein Zauberer-Tank sein. Also was gibt's nicht. Deine Mutter gibt's nicht. Reinigung. Oh, hier ist ein... Ist Mage Boy. Komm mal helfen, Alter. Ach man, Alter. Ich bin noch gerade... Ich wollte einfach mal hochleveln, entspannt. Ich glaube, das sind zwei. Da kommt noch einer. Hier sind drei Gegner. Oh mein Gott, es sind drei Gegner. Aber hier, der eine heilt. Ja, okay, gut, aber ich muss jetzt die anderen kurz ablenken. Ja, ich töte den. Ich kite sie. Ich kite sie weg. Woo! Nix kannst du. Nix kannst du. Wie weit bist du mit dem anderen? Der ist tot. Kannst. Jawohl. I am awesome. I have gemacht them all alone dead. Ja, ja. Ja. I can do the English. All alone. All alone. So, hier ist ein Big Fire. Big Fire. Ja, no small fire, big fire. No small, just big. Warte mal, big heißt, glaube ich, okay, glaube ich. Okay. Und was heißt klein nochmal? Begin, ja. Nee, irgendwie sowas wie... Sashi, Iai, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Fuck, Alter, ich weiß es nicht mehr. Meine Vokabeln. Sheesh, meine Vokabeln. Aber wenigstens, ich habe, warte mal, was habe ich gelernt heute? Bushi habe ich gelernt, glaube ich. Das ist ein Hut. Und X ist ein Schuh oder Schuhe. Kz. Also K, Kz. Okay. Akai ist rot. Au ist blau. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich krieg gleich Haue. Da bist du. Oh, das hat sich wenigstens gereimt. Ist eine Truhe. Wie komme ich da ran? Keine Ahnung. Ich finde viel interessanter, dass hier so eine mit so Blitzbällchen rumfliegen. Okay, die Truhe. Hier ist einer gestorben. Wir müssen dann gleich da nochmal irgendwie gucken. Ich habe die Vermutung, dass man da irgendwie runterkommt. Okay, der hat keinen Loot. Ah, du kommst mit mir. Sehr schön. Willkommen in meiner Casa. Aber nee, Casa ist Umbrella. Sorry. Casa. Umbrella, sage ich schon. Ihr wisst schon. Was heißt auf Deutsch? Regenschirm. Regenschirm. Hey, ist ein Knopf. Ich drücke ihn einfach mal. Mal gucken, was passiert. Hier sind verschiedene Schalter. Also einen Schalter habe ich. Okay, ja, fehlt noch einer. Wenn drei Schalter müssen irgendwie aktiviert sein für so eine Truhen-Place. Und wir haben zwei aktiviert. Warst du hier drüben? Ja, yeah, genau, das meine ich ja. Hier, da fehlt noch eins. Oh ja, ja. This is what I mean. Ja, I see. Ah, ich glaube, ich habe den anderen. Er hat ihn gefunden. Oh, warum ist es wieder draußen? Nur, wie komme ich da ran? Wo? Ach so, du musst da hoch. Ach, da oben, ja. Warte mal, geht das nicht? Ich probiere mal was aus. Es geht nicht so weit. Hast du einen Pfeil dabei? Ich habe schon wieder vergessen, Pfeile mitzunehmen. Ah, da ist so ein Hook. Achso, warte mal, kann ich? Das ist zu weit weg, habe ich das Gefühl. Achso, warte mal. Das ist nicht das leuchtende Ding, sondern das da drunter, wo wir, glaube ich, drauf schießen müssen. Aber mein Ding geht nicht weit genug. Nee, macht nichts. Nee, er ist zu weit entfernt. Okay, wir müssen den Hook oben irgendwie erreichen. Ja, ich probiere es mal mit Flatter. Ah! Wurde mir gerade angezeigt. Fuck! Oh. Es hat sich nur deaktiviert.
Also man kommt da ran, indem man halt flattert. Nein! Okay, jetzt du, Ricardo, du bist wieder dran. Kann ich auch einfach so? Okay, ich hab's. Sehr schön, ich warte und loote einfach. Ja, es ist offen, es ist offen! Loot, 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 loot. Okay, es ist ein Beil und ein Ring des endlosen Lebens. Plus 3 Lebensraubchance. Ja, würdest du tanken, wäre gut für dich. Dann nehme ich den. Das Beil macht 14 Schaden, ist das für dich interessant? 14 Schaden, warte mal. Was ist denn, also was ist das denn für... Nahkampfwaffe Stufe 3. In der Hand? Wucht. Eine Hand scheinbar. Ja, ist besser als die Waffe, die ich habe. Kannst du mir schicken, glaube ich. Okay. Warte, wie geht das noch gleich? B. Ich drücke B. Schenken. Make me... Du bist zu weit weg. Dann komm her. Hier, komm durch die Lava. Die oben auf einem Berg ist. Very realistic. So, warte, jetzt drücke ich B. Und sage Schenken. Und sage ein. Oder? Ja, die ist besser. So, ich bin der Zaubertank, ich bin der Zaubertank. Du gehst die andere Seite hoch, alles klar. Oh, eine Truhe, die sich eine Tür, die sich magisch öffnet. Magisch. Oh, wee. Warte, hier sind schon wieder diese Überlebenspots. Ja, deswegen sind wir doch hier. Ach so? Hallo, Atalan. Ah. Der Rest konnte ich nicht lesen, weil es zu schnell weg war. Und die kann man jetzt quasi mit dem Zauberstab da, mit diesem Beschwörungsstab irgendwo hinbeschwören. Genau. Wir können hier nochmal die Treppe hochgehen und gucken, was da oben für crazy shit ist. Oh ja, ah, bitte. Ja, noch mehr Boxen. Wo... Eigentlich müssten noch überall welche drin sein. Die sind nur eine Trappe. Oh, warte, da oben ist eine... Ja. What is this? Oh, hier kann man ganz nach oben klettern. Ganz nach oben. Hallo. Okay. Aber was gibt es hier ganz oben? Löcher im Dach. Die würde ich ja fixen. Aber irgendwie scheint hier nichts Interessantes zu sein. Warum kann man hier hoch? This makes no fucking sense. Dann haben wir hier fertig gelootet, oder? Ja, warte mal. Da unten wollte ich nochmal hin was gucken. Mhm. Weil, also, da bei diesem linken Turm hier, ja. Da unten ist eine Truhe drin. Und ich wollte gucken, ob man hier irgendwie... Ups. Okay, jetzt habe ich es versaukackt. Wahrscheinlich. Du hast es versaukackt, ja? Ah, die Truhe. Ich weiß, welche Truhe du meinst. Sie ist da unten drin. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Okay. Da unten ist ein Dorf. Aber was bringt uns dieses sogenannte Dorf? Du hast einen neuen Ort markiert. Ja, südliches Karawanenlager. Aber, ist nicht das, was du willst, ne? Was lass du? Guck doch. Das sieht nicht so bequem aus. Das ist so wie wenn du Villager hast, die halt dann einfach in deinem Bett schlafen. Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Naja. Dietrich. Vielleicht. Ist es das, Eisbolzen, was wir gesucht haben? Das ist der Turm. Und hier geht es rein. Ja, ich habe die Truhe gefunden. Ich kann sie jetzt öffnen, indem ich E drücke und nicht F. Nochmal ein Jägerbogen, den wir schon haben. Tschüss. Das zum Beispiel war ein Clip. Probiert mal die Clip-Funktion aus. Ja, weil ich habe wunderschön gesungen. Würde ich clippen an eurer Stelle. Rostiges Schwert. Das ist ja ganz toll. Getrocknetes Fell. Kleiner Rucksack bei Jägerin. Oh, ein kleiner Rucksack. Das klingt sehr nice. Weil ein bisschen mehr Inventory Space wäre doch mal was. Ja.
Gibt es auch noch so Überlebende von... Also andere Art? Überlebende? Ja, naja, nicht welche, die wir in irgendwelchen Truhen finden. Ach so, so Menschen, die einfach so rumlaufen. Ja. This would be very nice. Okay, wir erforschen gerade weiter, oder? Habe ich das Gefühl? Oder, weil ich habe jetzt noch nicht den Need, nach Hause zu gehen. Ne, ich würde gleich mal ganz kurz die Jägerin platzieren, aber ich überlege gerade. Da hinten ist ein Turm. Siehst du den Turm Richtung Süden? Das ist ein kleiner, wenn du Richtung Süden guckst, da. Ja, ja, können wir hin. Ich meine, wir können ja, auch Sachen, also so ein Ding da hinbauen, dass wir uns da einfach wieder teleportieren können. Das können wir auch wieder abbauen, ne? Genau. Ja, wenn das was bringt, lass uns das gerne machen. Da bin ich dabei. Das ist rechts prima. Rechts ist auch was irgendwie, oder? Wie war Miasma? Das sieht auch aus, als wäre es was. Hm. Wollen wir rechts ins Miasma oder wollen wir links to the Turm? Erstmal müssen wir da einen kleinen Wolf töten. Aber wir sind Synchronschläger. Mein Live-Chat funktioniert nicht mehr. That's bad. Also ich würde mal hier kurz reingehen. Ah, das ist, weil Papa Platte gerade auf Join mich bewirbt. Also ich krieg gerade Werbung von dem Motordings. Es war auch so random, dass er einfach gestern hier war. Also, so. So random. Toll, jetzt muss ich nochmal neu... Ah, da ist der Chat wieder. Hallo Chat, ich sehe euch wieder. So, wie findet ihr das Spiel? Ich find's klasse. Lululi, ich find's bis jetzt auch ziemlich klasse. Ich hab also noch... Oh Mann, du bist ja schon am Kämpfen. Dude. Ja. Ich mag allein einfach das Gameplay des Handlings. Funktioniert alles sehr gut. Das ist allein schon nice. Ich glaube, wenn dann noch so ein bisschen... Mehr Content so reinkommt. Obwohl wir noch Achtung, gar nicht viel Achtung, Content haben. Geh mal weg. Hatten. Geh mal weg da. Nein, ich will alles nehmen. Dann wird es richtig, richtig krass. Also mir fehlt, also diese Lore, die nur über so ein paar kleine Bücher verbreitet wird, die ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Da könnte man schon vielleicht so eine ganz kleine Mini-Cutscene oder sowas machen, weißt du? Ich meine, Breath of the Wild macht ja auch nicht viel, aber ein bisschen wenigstens. Nur so ein bisschen. Links Bein. Hallo. Hier ist eine Truhe. Wee. Na los, komm, schlag mich, schlag mich, schlag mich. Rucksack ist voll. Oh, ich hab dich pariert, du Idiot. Okay. Warte mal, das ist aber ein leichtes Fenster dann. Oh, da habe ich verkackt mit dem Parieren. Tot ist er. Ich hab fast keinen Schaden bekommen. Miasma-Sporen. Plündern. Die Miasma-Sporen brauchen wir. Ja, ich hab Miasma-Sporen gerade bekommen. Weil ich krasser bin. Okay, aber da geht's einfach nur weiter ins Miasma rein. Ja, also ich habe auf jeden Fall viel, sag ich mal, Hoffnung für das Spiel. Das kommt ja auch gut an. Also wenn die Entwickler jetzt schön so weitermachen und so, dann kann das, glaube ich, ein ziemlich dickes Ei werden. Richtig dickes Ei. Was liest du da, hä? Ach, das steht einfach so, Miasma fickt uns voll weg, so ey, wir sterben dann und dann sind wir voll tot und so. Und dann sind wir voll die tote Totigkeit und... Ah, ja, ja. Zorn fragt, ob sich die Waffen gut anfühlen. Da gibt es jetzt nicht so einen kranken Unterschied. Es sind sehr... so general... Ne, wie heißt es? General? Also sehr Vanilla irgendwie. Die sind... Also Einhandwaffen sind alle, glaube ich, gleich. Der Bogen ist gleich. Aber es ist halt... Es ist straightforward. Es verhält sich so, wie du denkst. Und ist aber jetzt auch nicht... Nicht wirklich krass ausgereift. Du kannst dreimal hintereinander klicken, dann hast du eine Combo. Aber du kannst halt nichts anderes klicken. Jedenfalls noch nicht. Ich weiß nicht, was man zum Beispiel freischalten kann. Character? Ne, Fähigkeiten. Ha, okay, muss ich mir merken. Vielleicht kann man hier auch irgendwie noch so andere coole Fähigkeiten freischalten, von denen ich noch gar nichts weiß. So, warte mal, ich wollte doch irgendwas freischalten. Wie viel... Ich sehe nicht genau, wie viel... Achso, ich habe einen. Was mache ich denn hier weg einen jetzt? Punkt, den ich ausgeben kann. Oh, für viele brauchen auch einfach zwei. Hier braucht man zwei für eine Prachtparade zum Beispiel.
Soll ich denn lieber warten? Kampfmagier. Oh, geil. Kampfmagier. Fick, das klingt geil. So ein Tank-Kampfmagier. Boah. Das ist wahrscheinlich meine dümmste Skill überhaupt. Ja. Darum geht's nicht, okay? Es geht um Spaß. Erhöht den Intelligenz-Attributswert um 500. Magierschaden. Erhöht Intelligenz. Erhöht das Magieschaden um 5%. Das ist ja interessant. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie sehr viele Fähigkeitspunkte erst noch ansammeln, damit ich irgendwie was Cooles machen kann. Hier kann ich mit der linken Maustaste einen Ausweichangriff ausführen. Das wäre noch was anderes als die normale dreimal drücken Geschichte. Miasma-Zeit kriege ich hier wieder. Interessant, interessant. Hast du 5 Stein? 5 Stein. Lass mich kurz in meinen Rucksack gucken, in dem ich 60 Steine habe. Ich habe jetzt 5 Steine. Dann. Gibst du mir gerade Steine? Ja, ich gebe dir gerade 5 Steine. Das war nämlich sehr, sehr gut. Nicht gut, weil jetzt kann ich nicht die Sachen herstellen, die ich machen wollte. Aber du kannst sie doch übereinander stecken, die Steine. Nein, weil ich hatte 5 Steine und ich brauchte 5 Steine. Dann wäre der Slot quasi verbraucht worden. Und ich hätte dann halt Slot gehabt, um das hier herzustellen. Aber dadurch, dass du mir dann 5 Steine gegeben hast, konnte ich quasi nicht alle Steine verbrauchen, um das Ding herzustellen. Lol. You know? Ich verstehe. Natürlich know ich. Ich knowe alles. Warum habe ich eigentlich mein Wasser nicht mit rübergebracht? Wo bist du jetzt gerade hin? Ne, so Base. Mein Inventar ist halt voll und deswegen. Das ist natürlich sehr praktisch. Zuhause Stufe 1. Was ist eigentlich mit Zuhause Stufe. Hä, warum komme ich da nicht hin? Warum. Wir haben doch noch eine Zuhause Stufe 2. Wo ist das eigentlich? Achso, da bin ich. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Gar nichts. Chatty Chat. Ich habe dich. Du gehst hier manchmal aus auf dem Tablet. Kannst dich ausprobieren, was Skillen angeht. Das Respecken ist giga günstig. Na, das finde ich ja giga geil. GG, sage ich da. Mega. Oberaffen titten geil, würde ich dir so sagen. Sag an, Ricardo, was hast du schon wieder Tolles gemacht? Ich habe die Jägerin platziert und ich guck gerade, was sie so machen kann. Sie kann zum Beispiel eine bessere Fackel herstellen, sie kann verschiedene Fackeln herstellen. Die sind vielleicht besser. Es gibt dann das Speer-Set, das kann sie herstellen. Das ist für Fernkämpfer. Dann kann sie Teppiche herstellen, das ist natürlich ganz nett. Und eine Wanddekoration. Dafür hätten wir sogar ein paar Sachen. Ansonsten kann sie Pfeile herstellen, das ist natürlich praktisch. Alter, du kriegst 50 Pfeile für, achso, warte mal, für 20 Äste und 10 Metallschrott? Okay. Trockengestell. Fälle zur weiteren Verwendung konservieren. Das ist ja very interesting. Harzfackel. Wachsfackel. Ich gehe jetzt alles nochmal durch, was du schon gesagt hast wahrscheinlich. Ich habe jetzt mal so ein Trockengestell hergestellt. Oh mein Gott, ich will eine große Strohmatte herstellen. Ich mache eine Strohmatte. Die wichtigen Dinge. Wie kann ich die jetzt platzieren? Getrocknetes Fell. Ah ja. Okay, warte mal. Haben wir Salz? Wir hatten Salz. Ich glaube, ich habe auch Salz im Inventar. Kannst du es da reinpacken? Wo rein? Ins Trockengestell. Ach, da ist es. Sorry, ich musste kurz. Habe ich nicht Salz hier? Ich habe 4 Salz. Ja, packt es da rein. Ja, ich hab's da drin. Und lila Beeren müssen auch noch da rein. Nee, lila Beeren müssen da nicht rein. Hä, aber da. Das ist gerade das andere Rezept, ist ausgewählt. Achso, Rezepte durchsuchen. Wir genau, und jetzt, guck mal, jetzt Salz und jetzt stellen wir. Wir wollen getrocknetes Tierfell machen, ne? Genau. Ne, jetzt stellst du es her. Weil wenn wir. Wir können jetzt weitergehen, beziehungsweise wir können erstmal schlafen. Hast du noch ein Bett hier? Nee, es gibt nur ein Bett. Okay. Dann brauch das jetzt kurz.
Ups. Nicht genug Material. Ich nehme das Bett natürlich auf. Wir haben hier keine Wärme drin. But how? Ja, das muss ja auch noch ein bisschen gepimpt werden. Erstmal die wichtigen Dinge. Ich habe hier einen Teppich, den ich verlegen muss. So, und der kommt am besten direkt hier, damit es gemütlich wird. Pusch. Ja, man hat ja irgendwie auch Komfortlevel. Ich weiß nicht, was das genau bringt. Komfortlevel 8. Naja, je nachdem regenerierst du, glaube ich, dein Leben besser. Okay. Ich regeneriere, glaube ich, mal mein Getränk. Und dann gehen wir... Dein Getränk? Ach so, du hast da ein Glas. Ich hab Durst. Ja, ich hab aber auch Durst. Soll ich dir was mitbringen? Ich weiß nicht, wo meine Wasserflasche ist, ehrlich gesagt. Bin ich... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oh, und so ein Shotglas. Ich hab Bock auf so eine Essacher Luft. So ein... Okay. Ja, Mann, Essacher Luft, falls ihr die nicht kennt. Die ist super toll. Ja, ich brauch das gerade. Das muss mich jetzt voll wegballern. Ich brauch das gerade. So Dinge, die man über Alkohol nicht sagen sollte. So. Total realistisch, mit 60 Steinen durch die Gegend zu fliegen. Ey. Das ist ein Spiel, okay, Lamapel. Lieber so als, weiß nicht, was war das in war das ein Perlwood? Da hatte ich auf jeden Fall extreme Probleme mit dem ganzen Scheiß, dass du nichts aufheben konntest und so. Das ist super frustrierend, aber dann, nee, das, dann lieber so. Das blende ich alles aus. Längere Brenndauer, Strommatte, ja, das habe ich schon, Maddie, alles gut, das habe ich schon, ich bin super schlau. Ich gucke nochmal, was hier, was wollte ich hier gucken? Aber du kannst nur langweilige Sachen, die ich eh nicht herstellen kann. Schilde, gibt es coolere Schilde? Das hat, da finde ich jetzt, fände ich noch schön, jetzt zu sehen, was kann mein Schild, den ich gerade aktuell ausgerüstet habe. Den ich auch nicht verbessern... ich kann Negerbogen verbessern. Achso, das hatte ich schon gesehen. Oh, den knisternden Zauberstab. Plus 2 Feuermagie-Schaden. Gar nicht so ungeil. Das ist nur mein Rucksack. Okay, aber wenn ich jetzt... Character ist C? Nee. Was denn? H ist das? Character ist N, natürlich. Ach, man kann 2 Ringe tragen. Auch gut zu wissen. Eine Rucksackerweiterung kann ich... Ah, hier so der. Der kann nur einen Block. Parierkraft 7, maximale Haltbarkeit 60. Ein Block 1,67. 1,67. Merken, 1,67. Und der kann 7, 20, 100. Okay, das ist auf jeden Fall mehr. Ich glaube, ich möchte einen besseren Schild haben. Danke! Ich finde das nur fair. Okay. Dann gehe ich jetzt wieder in den Sack. Aber ich brauche eigentlich den... Hier, da ist ein neuer Schild für mich. Nice. Nice. Ja, der sieht auch viel professioneller aus. Damit fühle ich mich wohl. Und werde den alten nun... hier drin platzieren und so tun, als wäre nie was gewesen. Wo ist der Alte? Hä? Wo ist er hin? Ein legendärer Kurzbogen, der halt voll die... Oh, danke. Der halt voll die beschissene Kraft hat. Was soll das denn? Feuerball. Was gibt's denn hier alles für einen Scheiß? Ich habe einen neuen Schild gemacht und habe den quasi umgerüstet und jetzt ist er irgendwie nicht auffindbar. Okay. Also hier steht verfügbar, aber wo ist er? Hä, sehe ich ihn? Ach, da ist er. Hä, warum habe ich den nicht gesehen? Einfach weil er aussieht wie Stein? Ich habe nichts gesehen. So. Ich habe ein... Ich höre auch kurz mein Wasser. Ich habe einen Rucksack.
Deswegen habe ich jetzt hier diese Reihe hier mehr. Das ist schon, ganz nice. Wollt ihr euch specken? Also, ich gehe momentan hier in diese Richtung Athlet-Stuff und irgendwie hat man hier... will ich diesen Doppelsprung freischalten. Und dann mal sehen. Doppelsprung klingt richtig geil. Ist die Tür offen gelassen? Ja, so ein Spalt, das ist schlimm. Ja. Hast du Angst? Hast du Angst, wenn du die Türen spaltest? Ich kann schon gehen. Das stört mich. Keine Ahnung. Sowas macht mich crazy. Aber ich hatte irgendwie bisher keine Lust, so alles durch die Gegend, alles mal so durchzulesen. Irgendwie war es so sehr, Ich meine, sowas ist nice, schneller mit einhändigen Schwertern und Äxten angreifen. Ich glaube, so Krieger ist halt ganz nice. Aber ja. Grüße Sven. Ja, mal sehen. Also die Leute haben ja geschrieben, man kann relativ leicht umspecken. Von daher mal gucken. Okay. Es wird spannend, Kinder. Essacher Luft ist total widerlich. Der krankeste Scheiß, den ihr jemals trinken könntet. Keine Werbung. Fun Fact: Wir haben jetzt bei. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei Gaming auch gemacht habe. Aber bei Space Frogs habe ich die Werbeeinstellung, die kann man nämlich ändern, so geändert, dass jetzt auch Alkoholwerbung bei uns laufen kann. Ja, wir haben jetzt mehr Kontrolle über unsere Werbung. Das stimmt. Also, aber im Endeffekt. Ja, so, ich trinke den dann jetzt mal. Also, das ist halt geil. Der Riechen tut er halt gut, aber der Geschmack ist halt einfach. Okay, ganz schnell. Cheers. Ja, so muss das nach einem Shot klingen, ne? Oh, das schmeckt nach Kotze. Warum? Oh, portest du dich zu mir? Nee. Ach, warte mal, ich port mich nochmal zurück. Ja. Ja, toll. Warum habe ich sie nochmal gemacht? Warum hatte ich spontan die Idee und Lust, diesen beschissenen Drink zu trinken? Kannst du mir das sagen? Keine Ahnung. Oh Gott, sieht man, dass ich weine? Oh, warte mal, das ist ja mein. Ich wollte hierauf schalten. Schaut ihn euch an, wie er läuft. Also, wenn du irgendwann fertig bist, kannst du dich ja zu der Base da teleportieren und die dann entfernen. Wird angegriffen. Ja, wird man nicht angegriffen. Digga! Steht der da, Alter? Hey, Fick! Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie lange wir schon dieses Ding haben. Und wie wenig daraus getrunken wurde. Ja, die Essacher Luft, ja, ui. Die will ja auch keiner. Guck, ich bin weg. Nee, du bist weg. Ja, ich bin weg und jetzt bin ich da. Okay, magst du es entfernen dann? Ich glaube nicht, dass das so ein geiler Ort ist für eine Base. Ja, you are right. Die Jägerin lebt, vielleicht kann sie dir noch das ein oder andere Flamme tilgen. Warte mal, nee, Flamme tilgen. So, ich will nichts reaktivieren. So, das dauert jetzt ein paar Sekunden.
So, Rick ist in die Richtung. Swoosh. Oh, geil, ja. So. Lohnt auch die Waffen, die man nicht mehr will, zu zerlegen? Ja, schade. Ich habe nur sehr viele Waffen, die ich immer will. Aber merke ich mir. Warte mal. Der Baum. Irgendwie sieht der Baum nicht richtig aus. Seht ihr, was ich da sehe? Der Baum. Der Baum jetzt ganz links. In Bild. Bei dir. Ja. Die Drawing Distance macht da, glaube ich, einiges. Wo bist du? Bist du vom Turm gesprungen? Ja. Da ist nichts mehr drin. Da ist nichts mehr drin, toll. Aber ich kann von oben auch runterspringen. Also links ist da jetzt irgendwie dieser Turm. Rechts ist aber auch was. Der für Miasma. Entdecker-Time! Weil hier irgendwo in der Nähe... Bekommt Steve einen Schluck auf von Shots? Nicht unbedingt. Ja, also eigentlich nicht. Ich krieg Schluck auf von scharfen Sachen. Und der ist halt einfach scharf, der Shot. Aber es muss dann schon relativ scharf sein. Ich stell mir immer vor, wenn ich irgendwie... Kennst du... heißt es Hot Shots? Nee. Diese Interviewserie mit den heißen Soßen? Mit den scharfen Soßen, meine ich? Nicht heiß, sondern scharf? Ich glaube, wir müssen hier ins Miasma rein. Das ist unpraktisch. So, ich denke immer, wie? Ich könnte sowas nie machen, weil ich halt einfach nur Schluck auf haben würde die ganze Zeit. Ob's. Wir wetten, ja, genau, wetten. Ah, Hot One Side. Bis zum Streamende. Danke, Paul. Danke. Okay, hier ist ein Feuer. Da können wir uns dran regenerieren. Und wärmen. Und genau, dann gehen wir ins Miasma rein. Auf ins Miasma. Ich bin direkt hinter dir, Baby. Oh, wir werden von irgendwo abgeschossen. Abgeschossen? Ja. Yeah. Habe ich nicht gemerkt. Da oben. Und hinter dir. Level 7? Habe ich das richtig gelesen? Ja. Ich glaube nicht, dass wir hier hingehören. Ja, was willst du sonst tun? Weg mit euch! Oh, swish and flick! Swish and flick! Oh, ja stimmt, da ist oben einer. Immer schön in Bewegung bleiben. Wo ist einer? Hallo? Warum kann ich hier nicht plündern? Da oben, lass einfach mal hier reingehen. Okay, wir gehen einfach mal da rein. Es sieht richtig aus. Ja. Aha. Das Ding ist nur, was mir irgendwie Sorge macht, ist halt diese Miasma-Zeit, die wir haben. Die ist andauernd. Wir müssen halt wieder rausrennen. Naja, wir kriegen ja, also wir werden ja hier was finden zwischendurch. Muss ja irgendwie durchkommen. So. Ich habe das Gefühl, die spawnen einfach nach die Viecher. Kann das sein? Ja, gehen wir mal weiter. Ja, einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Schieß, noch 3 Minuten 50 haben wir. Oh mein Gott, da ist ein Dicker! Ich weiß nicht, ob wir den überleben. Oh, ich gebe auf jeden Fall alles. Der kann zaubern, glaube ich. Bre. Erstmal was. Oh, das macht ja Schaden, obwohl ich ein Schild habe. Hab sie, hab sie, hab sie, hab sie. Wir haben sie. Hab sie, ich hab sie ganz allein besiegt. Miasma Seele. Oh. Miasma Seele, okay. Ist da noch so ein Vieh? Oh, fick.
du Scheiße. Was ist los? Wie wehrt man sich gegen diese Dinger? Ach, okay, ich kann sie in den Baum reinlocken. Gut, dass du Aggro ziehst. Ja, du musst sie killen dann. Ja, ja, ich bin dabei. Nein! Greift sie dich jetzt an? Ja. Aber gar kein Problem, ich bin geübt. Ah, Scheiße. Vergiss, was ich gesagt habe. Okay, ich esse ein paar Beeren. Geht's hier weiter? Ich habe noch 2 Minuten mehr erstmal. Schieß, Achtung, sagt er, Achtung. Wo bist du? Fick. Refugium der Flamme! Aber hier ist Schreiner irgendwas Ding. Das heißt doch, hier müsste doch bestimmt irgendwo irgendwas sein mit... Ah, hier ist eine Flamme. Hier, ja. Komm hier auch. Ja, ja, ich komme. Aber wenn ich... Müssen wir uns jetzt hier durchhauen? Ich komme nicht hochge... Ach, scheiße, Mann. Ich habe keine Ausdauer. Ich muss noch warten. Oh nein, kurz warten, bis du durchgehst. Ja, Mann. Okay, ja, hier kann man durchbauen. Endlich bei der Flamme. Hä? Meine Zeit geht nicht hoch. Ricardo, meine Zeit geht nicht hoch. Hä? So. Warum nicht. Ist deine Zeit hoch? War hier irgendwo anders das oder was? Ah. Oh. Ich werde hier sterben. Ich habe nur noch 37 Sekunden. Oder ist es, weil die in der Nähe ist? Okay, ich werde hier sterben. Ja, ich habe irgendwas gefunden. Oder du? Wir haben den... Die Flammen bringen mir hier gar nichts. Hä, warum habe ich das gerade eben dann bekommen? Ich fliege... Nein, flieg und sieg. Ich versuche hier rauszukommen. 8 Sekunden. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht. Nö. 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 Aber ey, du bist wenigstens an einem Ort gestorben, wo du einigermaßen wieder hinkommst, oder? Außerdem kann ich dich wiederbeleben. Oh ja, danke. Da bin ich wieder. So, ich gehe jetzt mal hier raus. Ja, ich auch. Jetzt im Nachhinein ist er lecker. Okay, hier bei der Flamme, okay. Da kommen wir so über. Aber warum hast du ein Reset bekommen? Ich weiß es nicht, weil ich dachte halt, ne? Ja, denken, das ist eine schöne Sache. Oh, ich habe ja gar kein Leben mehr. Ich mampfe. Oh, Nahrungstyp bereits aktiv. Okay. Nun, gut. Dann gucke ich dir zu bei der Arbeit. Okay, hier sind Hütten und Höhlen und sonst was. Höhlenhütten. Ich glaube, da hat sich so ein Wolf gerade selbst getötet. Ah, da ist ja noch ein Wolf. Effektiv. Hinterhalt effektiv. Hinterhalt. Ja, Stufenabstieg. Hast du da auch einen bekommen? Stufenabstieg, hä? Ich bin jetzt irgendwie Level 4 oder so. Ich war schon längst aufgelevelt. Was? Keine Ahnung. Also hier ist halt so Hütten. Wo Stufe 4... Kann ich Attribute eigentlich noch verbessern? Oder verbessern die sich automatisch? Nun ja. Oh, du bist schon am Worken. Gut geworkt. Morven. Das ist auch gut schauen, aber langsam.
Also hier können wir ein bisschen was looten. Na dann ab in die Häuser, Schmäuser. Okay, ab... Was? Warum kann ich denn ein Buch abbauen? Ah, für alte Bücher. Toll. Eine Tür, eine geheime? Kiste. Aber was ist in deiner Kiste? Ach, Müll. Müll! Ich bin in einem Haus. Okay. Ja, und hier ist quasi nichts. Ja, hier ist so ziemlich nichts. Hier ist, glaube ich, na, hier ist nur eine Kiste. Da brauche ich einen Dietrich für. Kann ich einen Dietrich herstellen? Du müsstest. Ja, aber ich habe nicht genug Metallschrott. Ey. Ey! Er setzt sich immer hin. Also wenn du so in der Nähe von dem Bett bist, dann will er sich nochmal hinlegen und so. Mein pickender, blöder, verdammter, beschissener Chat geht manchmal einfach so ins Nichts. Ist einfach im Jenseits und ich kann ihn nicht mehr lesen. Das mache ich nie nochmal. Alles kann kaputt gekloppt werden, aber nicht die Kiste, ja. Ich meine, klar, würde es ein bisschen zu einfach machen. Okay. Aber ab und zu mal irgendwo auch ein bisschen Metallschrott finden wäre nice. Ja, aber gibt's nicht. Da. Ich glaube, ich hab's. Oh. Ich glaube, ich hab's gleich. Ich glaube, ich bin gleich nicht mehr am Hixen. Okay, das ist gut. Ja, es schwächt ab, habe ich das Gefühl. Aber dafür bin ich jetzt im Miasma. Da ist eine Truhe. Heilungsstrom. Okay, also da war nichts mehr. Okay, ich habe noch nie so eine Bombe gelegt. Oh, da ist nochmal der Hixer. Kannst du werfen, glaube ich. Ja, aber ich habe sie halt noch nie. Das habe ich noch nie gemacht. So. Okay, werfen. Ich will dieses rote. Ah, iaua. Ah, ich bin sofort tot. Was? Was war das denn? Okay. Kannst du mich holen? Nö. Du bist gar nicht so weit weg. Klar kannst du mich holen. Schnell, sonst krieg ich meine Sachen. Wo bist du denn hin? Du siehst es doch oben auf dem Radar-Ding. Da in dem blauen Dunst bin ich. Nicht weit weg. Dein Miasma-Schutz ist erschöpft. Aha, stelle ihn außerhalb des Miasmas wieder her. Aha, da bin ich. Pass auf, dass du nicht in das rote Zeug läufst. Das rote Zeug ist scheinbar scheiße. Das habe ich jetzt gelernt. Ah, das ist so eine Blüte. Was? Also in dem roten Zeug stirbst du sofort, oder was? Ja, da musst du, solltest du nicht reinlaufen. Ah! Warum sind jetzt Viecher? Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich bin schon wieder gestorben. Weil da auf einmal Viecher... Also du hast die Viecher aktiviert und dann haben die mich angegriffen. Toll. So. Habe ich auch einen Fähigkeitspunkt bekommen wenigstens? Ja, kriegst du, glaube ich, automatisch. Aber ich bin tot. Don't forget that. Da, die Viecher. Die ist aktiviert. Mach die erst tot. Das macht die erst tot. Ganz hervorragend. Oh, du bist im roten Ding. Oh. Oh. So. Ich wollte nämlich eigentlich in die andere Richtung gehen. Ah, okay, wir sind wenigstens hier. Weil ich dachte, dass wir vielleicht hier auf diesem Berg so eine Base bauen, dass wir uns dahin teleportieren können. Weil dann können wir von da aus herunterfliegen. Deswegen holen wir jetzt unser Zeug und dann gehen wir da sofort wieder raus. Wo ist denn unser Zeug? Weil dann würde ich mich gerne auch zurück teleportieren und den Schreinerboy ausprobieren. Weißt du noch, wo unser Zeug ist? Hier hinten irgendwo. Es wird uns auch angezeigt auf der Map. Ja. Mir wird nur mächtige Alchemisten angezeigt. Dir auch. Hm? Wo ist unser Zeug? Yeah. Wo ist unser Zeug?
Da ist mein Zeug. Ich sammle es auf. Alles nehmen. Einen heben. Wo bist du jetzt wieder? Zurück? Okay. Okay, merke, rotes Miasma, schlecht. Ja. Okay, sehr gut. Es gibt ja auch noch hier so auf der Map sehr viel rotes Miasma. Was haben wir eigentlich so für... Wir haben auch noch Questen ohne Ende. Na, wir holen den Alchemisten, dachte ich. Ach so, ja. Ja, stimmt. Wir haben den Schreiner geholt. Wir haben zwei von diesen Typen geholt, auf jeden Fall. Oder sollen wir nach Hause gehen? Ne, ich würde... Alchemisten ist ja eh wo ganz woanders. Also ich würde da oben halt eine Base-Dings bauen, Teleportationspunkt, dass wir hinten dann nochmal herkommen können. Weil wir können ja eh... Let's do this. Ich weiß nicht, wie viele wir bauen können, aber... Leroy Jenkins. Weil es könnte natürlich auch sein, kann man gucken, vielleicht ist da rechts in diesem Turm, vielleicht ist da ja auch so ein Teleportationspunkt. Du mal wieder. Weißt du, naja, es ist so ein Turm wie der andere Turm halt. They dead. Vielleicht wollen wir da dann erstmal reingehen oder obwohl? Ey, ich lauf dir einfach hinterher und jetzt läufst du mir hinterher. Ding ist, ich habe relativ wenig Inventar-Space. Also. Ich habe unendlich viel Inventar-Space. Unendlich. Hast du genügend, um so ein Port-Tower-Feuer zu bauen? Ja. Sonst, warte mal, ich geh mal hier hoch. Hätte ich nur mehr Ausdauer. Der Live-Chat funktioniert ja mal super. Bekomme nur neue Nachrichten rein und muss den Chat neu laden. Hat YouTube verschlimmbessert. Ja, manchmal buggen Sachen so ein bisschen. Start doch mal deinen Rechner noch. Funktioniert immer gut. Oh. Was bist du? Was bist du? Was bist du für ein Langohr? Stirb! Magst du es einmal bauen? Stirb nicht! Warte mal, hier? Meinst du? Ja. Yeah. Okay, eine Sekunde. Ich drücke auf... Worauf drücke ich denn? Handwerk? Flammenaltar. Herstellen. Rucksack. Wo ist mein Flammenaltar? Ah, da unten. Okay. Dann kann ich jetzt schon mal... Da. Lecker Schmecker! Er ist da. Und jetzt? Achso, naja, jetzt können wir kurz uns zur anderen Base halt, also kurz zurück teleportieren und die Taschen entleeren. Ah, aber ich hab doch... Und dann können wir halt nochmal gucken, ob wir in diesem Turm halt einen Teleportationspunkt freischalten oder ob wir da in der Nähe halt einfach diesen Portpunkt lassen, dass wir halt da hinkommen können. I get it. No, now I got it. Asti, falls du das nächste Mal Schluck auf hast, es hilft ganz langsam in kleinen Schlücken etwas zu trinken, das unterdrückt den Reflex. Na, nicht bei mir. Ich kann's trotzdem gerne versuchen, wenn du das möchtest. Hast du gesehen? Ich habe trotzdem geschluckt auf. Man kann die übereinander stellen? Ja. Heiligs Blechle. Mega. okay. Warum sind wir nochmal hier? Wir entleeren uns. Stimmt. Äußerst spannend. Was hast du? Miasma-Seele. Ich hab auch eine Miasma. Wir sind auf jeden Fall irgendwann mal. Nochmal da gucken mit. Kann ich den einfach. Kann ich auch mal den merkwürdigsten Punkt hinsetzen, hey. Alter. I got my eye on you. Entschuldigung. Ist wieder schlimmer geworden seit dem Trinken. wie hast du den Rucksack nochmal gemacht? Dazu brauchen wir mehr Salz. Brennofen. Wer ist er? Der Schreiner. Ah ja, genau. Okay. Übrigens, der Schmied hier, ne? Mhm.
Der hat eine neue Quest. Verlorene Ausrüstung. Ah, wo ist sie nur? Sie war genau hier, in meiner Ausrüstungstruhe. Ich brauche sie für meine Arbeit, aber sie wurde geklaut. Von wem denn? Willst du mir was unterstellen? Ich sage es dir, jemand hat die ganze Truhe mitgenommen. Frag doch mal nach, ja? Irgendjemand hier ist ein dreckiger Dieb. Bist du ein dreckiger Dieb? Nein. Okay, wir sollen irgendjemanden fragen nach der Truhe des Ols. Oswald. Oh, es gibt Geheimtüren. Warum ist der da so reingeglitscht? Weil ich den so platziert habe. But why? Warum? Keine Ahnung. Eine Ausrüstungstruhe? Nicht so laut, ja? Ja, ich habe sie mir ausgeliehen. Oh, er ist der Übeltäter. Kate ist der Übeltäter, der neue Schreiner. Er kommt gerade in unser Dorf und boom, klaut er schon. Wollte ein paar alte Projekte zu Ende bringen, weißt du? Aber wenn du es dem alten Oswald erzählst, verliere ich vielleicht noch meine andere Hand. Hör mal, ich sage dir, wo du sie findest und du sagst gar nichts, in Ordnung? Okay. Geil, ich habe einen neuen Marker. Weißt du, Flammblut, ich habe gehofft, Morvenna zu bauen. Und ich habe sie nach meiner friedlichen Tante... Ach, langweilig. Okay, cool. Ich habe alles aktiviert. An Quests. Okay, warte mal. Was soll ich warten? Wonach schaust du schon wieder? Ich schaue... da... Es gibt halt eine Salzmine, da könnte man halt Salz abbauen. Aber wir können jetzt einfach mal diesen Turm machen. Ich mache alles, was du willst. Aber du musst mir sagen, wo du hin teleportiert bist. Zu der Base, die wir gerade eben platziert haben. Obwohl, du könntest dich kurz nochmal schlafen legen. Oh, okay. Das ist nämlich hier so, wenn du dich hinlegst, also wenn man schläft, kann man die Nacht um das 60-fache erhöhen. Und beschleunigen, meinst du? Genau, und wenn man aber Multiplayer ist, teilt sich das durch die Anzahl der Personen, die quasi da sind. Also ist jetzt das 30-fache? Genau, es steht auch da. Oben links, ja. Okay. Dann können wir noch diesen... Ich kann nicht aufstehen. Ach ja, so. Ja, irgendwie ist es komisch, wenn ich aufstehen. Ja, man muss einfach klicken. Also mit der Maus. Sorry mit dem Schluckauf und so. Entschuldige nicht. Ich krieg gleich auch Schluckauf allein vom Zuhören. Oh. Ich glaube, bei Schluckauf ist es nicht so. Es ist nicht wie gähnen oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie sieht dieser Turm aus, als würde er... Ja, ist eine Warte. Also, ey, warte mal, wenn du dich hinteleportiert hast. Ich muss erstmal kurz checken. Ach, da drüben sind wir. Nee, zu den anderen Punkt da. Den? Genau, und dann mach die Flamme weg. Alter, was ich alles mache, ey. Ja, das, was ich dir sage. Ist nicht so kompliziert. Einfach zuhören. Und noch eine Essache Luft trinken. Oh, nee, Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme. Sehr, sehr alter Glühwein. Oh, ja. Der ballert jetzt wahrscheinlich auch nochmal anders. Der ist so alt. Ja. Der ist älter als unsere Eltern. Nee. Das wäre ein Paradox. Wieso? Klar kann Glühwein älter als unsere Eltern sein. Ja, aber nicht der, der da hinten steht. Ja, das stimmt. Okay, wartest du gerade auf mich oder was tust du? Ja, hier ist ein Portpunkt. Also hier ist halt wieder so ein Tower halt. Was ist das? Mini-Dungeon? Dieser Wachen. Und ich nehme mal an, dass wir hier halt wieder einen Speedy-Teleportationspunkt halt freischalten. Yeah. Was geht, Fetti? Nicht viel, also doch schon. Also wir spielen dieses tolle Spiel. Okay, Teleportation? Ja. Oh, zeitgleich fast. Nicht schlecht, Ricardo, nicht schlecht. Flip, flip, flop. Oh nee, ich mache hier keine Sachen kaputt, habe ich gar keine Lust drauf. Ich mache Türen auf. Oh scheiße, sie sind verschlossen durch zwei Runen. Ich schätze mal, ich habe eine aktiviert. Ich schätze mal, da ist noch eine. Oh Gott! Und ich habe nicht aufgepasst. Ich habe die zweite aktiviert. Kommt man da wieder hoch? Nö. Ich glaube, die andere. Fick dich!
Ah, ja. Es ist offen, glaube ich. Nee, warte mal. Von da kommt. Von wo kommen wir hier nochmal genau? Hier müssen wir rein. Ah, doch, okay, gut. Und dann ist hier der nächste Portpunkt. Portpunkt! The Bodyboard. Achso. Ich werde noch, ey, bis ich zu Hause bin, einen Schluck aufleiden. Oh, ich hasse die Dinger. Hä, sind die nicht aktiviert? Oh oh, das ist gruselig. Das ist ganz gruselig. Ah! Und jetzt werden sie wahrscheinlich aktiviert, wenn ich hier drauf drücke. Pass auf. Ja. Du bist durch die Tür gegangen. Du dreckiger Dreckstan. Nice. Also Salz ist schon ganz praktisch. Weil wenn wir halt mehr Salz... Ups, ich habe eine Bombe benutzt, aus Versehen, ohne es zu merken. Wenn wir mehr Salz finden, und ich meine, wir können ja auch noch zu dieser Salzmine gehen. Eigentlich, hier ist noch was? Ah, hier ist eine... Ja, da müssen wir das also aufmachen. Wir brauchen einen... Oh. Oh. Feuersteinpfeil, Bandagen, Schrottpfeil und Heilungsstrom. Ausrüstbar? Was ist das? Magische Munition, die bei der Benutzung Heilungsprojektile freisetzt. Oh. Ja, es gibt so eine Special Stäbe. Ich habe so einen Stab. Und damit kann man dann diese Munition verbrauchen. Ah. Aber jetzt hat sich das da hinten, glaube ich, geöffnet. Naja. Aber warum kommt man... Achso, ich muss einfach nochmal zurück. Oh nee, wir müssen wirklich einfach zurücklaufen. Ich bleib hier stehen. Ich guck mir das aus der Ferne an, was du da machst. Ist nicht so kompliziert. Ah, es ist offen. Ist da was Gutes drin? Ja, eine bessere. Oh, dann gib mir deinen Hackeball. Die Guillotine? Nee, warte mal, das ist jetzt. Du hast mir das ganz Gute gegeben jetzt. Das ganz Neue, oder? Nee. Oh. Ich habe hier diese dicke, fette. Also, es ist dieselbe Waffe. Nur halt, dass die ich halt habe, ist, hat 30 statt 21 Schaden. Hm. Und. Ja. Die ist halt. Also, je nach Fight ist sie jetzt auch nicht so gut, weil man halt kein Schild benutzen kann und sowas. Aber, ja. Hast du, Metallschrott? Weil hier bräuchte man einen Dietrich. Ich habe einen Dietrich. Ich. Okay, dann kannst du die Truhe ja gleich öffnen. Das, so geht das, ja? Wo ist die Truhe? Ah, hier. Okay, warte. Ich schaff das. Okay, benötigt Dietrich. Öffnen. Kann ich? Okay, ist jetzt... Was ist passiert? Sie ist doch... Okay, Heilungsstrom, Miasma und Heiltrank. Nehme ich alles einfach mit. Oh Gott, ich bin bambuselt. Oh, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, 24 ist es nicht so doll. Okay, hier kommen wir durch. Das ist so irritierend, dass man halt diese Türen hat und teilweise muss man halt irgendwelche Dinger da drücken, um die zu öffnen, und manchmal kann man einfach so öffnen. So. Können die nicht wenigstens unterschiedlich aussehen? Nein. Ich kletter schon mal, während du da noch irgendwie so zerkloppst. Okay, Blitzeritis. Ich kriege irgendwie Schaden, obwohl ich gefühlt einfach nicht. Naja, egal. Es ist hell hier draußen, so hell. Ich gehe weiter und was... Oh, eine Druckplatte. Okay, und... Ah, verstehe. Kannst du sie aktivieren? Irgendwas davon? Kannst du da irgendwas aktivieren? Ah ja, und jetzt kann ich wahrscheinlich... Ja, jetzt kann ich hier runtergehen. Super. So, spannend. Hui. Hoch mit uns. Ich habe außerdem verkackt. Tja, ich bin oben. Und gucke dir von oben zu. Ja, ich habe
das Inventar geöffnet. Als ich E gedrückt habe. Aber warum eigentlich? Ey, das kann ich dir nicht sagen. Toll, mein Live-Chat backt schon wieder rum. So. Dass man Ausdauer beim Klettern verbraucht, ist so nervig. Ey, warum? Darum halt und so. Nein, ich will da nicht rumklettern. Ich will springen. Jo! Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Nee, wahrscheinlich. Nee, bin ich nicht. Ich habe jetzt eine Rune aktiviert, aber was bringt die uns? Nicht. So, jetzt. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da oben war ich, da war nur eine Rune. Ah, warte. Da ist ja. Oh! Scheiße! Ah, die deaktiviert die Platten hier unten. Ich bin völlig umsonst. Hier, hier, guck. Hä? Ah. Muss man erstmal drauf kommen. Okay, wir haben es geschafft. Alles war's. Die Niederaue wird von einer Krankheit heimgesucht, ist überflutet von Galle und Bitterkeit. Kämpfe gegen das Miasma an und offenbare die Lichtung. Ja. Machen wir. Weg mit dem Miasma. Aber wer redet da zu uns? Ja, ein bisschen Lore. Ne? Keen? Entwickler, bitte? Noch ein bisschen mehr. Ne? Ein bisschen mehr Lore. Das wünsche ich mir für den Final Release. Okay, was schaust du dir hier an? Ja, ich guck mal an, wie es hier weitergeht. Also, ich hatte irgendwie halt so mal eine Map gesehen und die wirkt halt nicht so groß wie das, was hier ist. Also, ey, ist einfach diese. Das ist ja riesig. Das ist ja unglaublich fucking riesig. Deswegen. Mal sehen. Ich glaube, man kann auch nicht überall hin. Und es wäre auch, glaube ich, ein bisschen too big. Würden die halt da alles noch befüllen? Wenn sie es schaffen. Weil so ist es ja wenigstens halt auch halt Welt. Welt? Ja, also, ne, du findest ja Sachen und wir haben ja hier was zum Entdecken und du, wenn du irgendwo hingehst oder ist da irgend so ein Tempelhaus oder sowas, dann ist da ja auch was drin. Auch klar, die Häuser haben halt nur ein bisschen Loot. Aber diese Tempel hatten jetzt eigentlich immer irgendwas Spezielleres. Aber ja. Salzquelle. Morvena. Wir haben so viele Quests. So, aber ich meine, wir haben jetzt halt hier hinten diesen Schnellreisepunkt. Und Schrein der Flamme? Das ist einfach nur eine Flamme, glaube ich, wo wir hingehen können. Also, ach so, wo wir im Miasma sicher sind oder so. Hm. Uns fehlt noch. Ja. Erzähl es mir. Also hier gibt's noch Krypta. Der Alchemist, ja. Alchemist und die Bäuerin. Hm. Der Alchemist ist näher. Dann ist es wohl der Alchemist, würde ich sagen. Ah, oh, noch eine Viertelstunde. Ja. Schmiede, Waffen oder Rüstung? Okay, aber erstmal können wir uns. Wo können wir uns denn hin teleportieren? Naja, wenn wir direkt zur Hochweide warten. Ja, ich muss erstmal. Ich muss erstmal meine Sachen reparieren. Glaube ich. Welches Symbol ist denn für. Ah, zu Hause da, okay. Sorry. Ich muss erstmal kurz nach Hause meine Sachen reparieren. Mein Zauberstab ist nämlich Ai-Bubu. Kaputu. Oh! Dann brauch ich mir aus. Hast du Salz? Im Inventar habe ich keinen Salz momentan. Wie lange machen wir noch? Bis 21.30 Uhr sind wir heute für euch da. Und ich habe mir sagen lassen, das könnt ihr euch gleich merken, höchstwahrscheinlich sind wir am Freitag irgendwann im Laufe des Tages nochmal live, weil wir Minecraft aufnehmen. Mhm.
Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Nee, okay, gut. Alles richtig, gut. Okay, kann ich noch ein paar Sachen... Ach, ich habe eigentlich... Eigentlich habe ich ein leeres Inventar, da kann ich richtig powern. Ah. Der längste Schluck auf dauerte 68 Jahre. Ja, ich hoffe mal, dass ich die 69 wenigstens knacke. Oh, pink-gelbe Kichererbse ist Freitag sowas von dabei. Ja, I freu myself. Das wird gut. Wir nehmen wieder auf für eine neue Folge Minecraft. Da gehen wir auf Expedition diesmal, denn wir müssen noch sehr viele Biome bereisen. Ja. Cheers. Meinung zu Vanille-Protein-Pudding. Von welcher Marke? Aber Protein-Pudding ist gut. Aber was ich nicht empfehlen kann, das habe ich mal gemacht, Protein-Pulver in so ein Protein- Joghurt oder Quark Dings reinzumachen. Das ist sehr sehr trocken und sehr intensiv. Ja, das ist einfach zu viel. Moin, Bratua! Du bist leider ein bisschen spät dran. Wir sind fast schon wieder weg. Achso, stimmt, wir können uns teleportieren zu Hochwarte-Schnellreise? Ja. Da gehe ich doch mal auch hin, wo der ist, der Junge. Meine Fresse. Okay, was kann ich? Wie kann ich? Ich fliege in Richtung Ausrufezeichen. Ist das richtig überhaupt? Ich fliege in Richtung Ausrufezeichen. Sieht richtig aus, ja. Es könnte... Das ist ja da diese, diese Kirche, der waren wir ja schon. Ist das so? Ja, da waren wir das letzte Mal, haben wir da erkundet. Und dann haben wir da diese, halt den Punkt gebaut zum Rimteleportieren, waren ja in dieser Hütten halt drinne. Ich meine, hier finden wir halt wieder Loot einfach. Und Loot ist gut. Oh Gott. Ja, wir haben jetzt aber eigentlich relativ viel Loot. Oh, so viele Pflanzenfasern! Ich habe auch Maiskolben gefunden. Ja, hier ist diese... Ja, aber ich glaube, wir waren in der Seite noch nicht drin. Tammy! Getrocknetes Fell, sehr gut. Dann müssen wir es nicht herstellen. Ja, dann kannst du irgendwann deinen kleinen Rucksack haben. Ja! Ach du Scheiße, kommen wir von oben irgendwie runtergesprungen oder so? Mir gefällt nicht, wo wir da hin müssen. Vettel. Ah. Vettels Bruder oder irgendwas ist gedoht. Also ich habe es geschafft, hier irgendwie so richtig dumm hochzuklettern und mache mir hier voll die Abkürzung auf jeden Fall. Was ist denn hier? Eine Abkürzung. Tomaten? Abkürzung. Ah, Bienen! Nichts mit Abkürzung. Ich gehe einfach ganz normal. Oh, hallo, Ricardo. Ah, ja. Die Bienen haben gar nicht so viel Schaden gemacht. Ich hatte trotzdem sehr viel Angst. Vielleicht hat man es gehört. Nur noch 60 Meter. Wir haben es fast geschafft. Was ist da oben? Ach, das ist Salzmine, okay. Fast geschafft. Salzmine ist natürlich auch eher praktisch. Praktisch! Ja, ein bisschen Salz, und dann halt zack und diese Felder herstellen kann. Standort oben. Achso. Was passiert hier? Oh, hinter mir ist ein... Aber wenigstens sind die schwach. Die kleinen Mistviecher. Und die hinterlassen... Ach ne.
diese Runde. Man kann eine Sprungattacke machen? Wenn man es geskillt hat, ja. Oh, fick, Alter. Wer sind die? Weiß nicht, aber die hinterlassen Metall. Das ist praktisch. Deswegen, Just kill them all. Genau. So, Achtung, da ist noch ein Spitze hinten. Alter. Der hat was auf dem Kasten. Jawoll, down gehen sie. Down gehen sie alle. Ich habe Metall gefunden. Also Schrott. Plünder. Mehr Metallschrott. Ja, gib mir den Metallschrott. Ich bin Stufe 5. Ah, warte mal. Habe ich jetzt genügend Punkte für... Ja. Das kannst du alles machen. Krass. Okay, der Doppelsprung ist ein bisschen... nicht so krass. Oh, verstehe, verstehe. Aber er sieht cool aus. Kannst du nach oben? Probier's mal nur nach oben. Die, um die Höhe. Ja, ein bisschen mehr Höhe. Das ist schon ganz geil. Ja, warte mal. Mobility ist eh halt immer nice. Und jetzt kann ich hier. Da warst du schon. Dabei schon. Aber du hast den ganzen Schrott hier nicht eingesammelt. Hö, das Schrott? Ja. Fick. Also allgemein, hier, du kannst halt alles kaputt machen. Dann kriegst du halt 1000 Holz. Je nachdem, wenn du Glück hast, Metallschrott und andere Sachen. Und gerade, ja, also Metallschrott ist natürlich nice, aber Holz ist auch nicht so unpraktisch, weil dann können wir Möbel noch herstellen. Wir müssen ja noch eine hübsche Base irgendwann bauen, ne? Oh, das stimmt, das müssen wir machen. Oh nein, Spaßkis. Ah, das sind ja wirklich Gegner. So. Lindern! Achso, du kämpfst noch. Oh, ich hab gar nicht gesehen, dass da noch welche sind. Ich gehe nach oben, wo es dunkel ist. Du machst das schon, was auch immer du machst. Na, ich gehe auch hoch. Oh, hallo. Und hier ist der... ist der Boy, den wir brauchen? Schätze ich mal. Nice. Und? Und? Rezept freigeschaltet. Miasma. Ah, das war. War das gerade Balthasar? Der. Hieß der Balthasar? Weil das kann ist der. Sein. Das ist nämlich der Typ, der hier alles geschrieben hat, also sehr viele Bücher. Okay. Nett. Nett, nett, nett hier. Aber das war's auch schon wieder. Ja, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach dieser Salzmine. Müsste die hier in der Nähe sein? Ja, ja. Ha. Huh. Oh, da ist auch noch das Lager. Doggo! Oh, das ist ein Special Doggo. Wir haben das große Feuer kaputt gemacht, jetzt erfrieren sie. Ja, sollen wir noch eine Kiste? Ah, hier, zum Beispiel an so einem Ort kann man seine Ausrüstung reparieren. Ja, das habe ich gerade schon gemacht, ja, mega gut. Ha! Ha! Aber hast du das auch oder hab ich das eingesammelt? Nee, nee, ich wollte es eingesammelt. Also geil. Das war dann für mich verschwunden. Rucksack. Was habe ich eingesammelt?
Oh ne, ich dachte schon. Okay, ein gewöhnlicher Waldlangbogen. Aber der hat, glaube ich, ein bisschen bessere Stats, kann es sein? Und noch ein Mana-Ring. Langweilige Sachen. Okay, ist nicht krass. Nicht krass. Aber es war auch kein krasses Dorflager-Ding. How did you come up there? Ich bin einfach hochgelaufen. Einfach hochgelaufen. Okay, hier irgendwo muss die Salzmine sein. Das sieht nicht nach Salz aus. Ah ja, sehr interessant. Ah, da kommt der... Oh, warte mal. Ich dachte, der hätte sehr viel Leben, aber hat er doch gar nicht gehabt. Also keine Salzmine? Ja doch, die ist wahrscheinlich hier unten. Oh, ist es dieses Ding da, dieses große Ding? Ja, aber ich glaube, das werden wir erst beim nächsten Mal erfahren, Ricardo. Wieso? Naja, weil jetzt Schluss ist. Ich glaube, hier ist die Salzmine einfach. Ist das so? Ah ja. Oh, Salzmine. Oh, hier sind aber auch Gegnasse. Ai. Drück einfach Tasten. Oh. Ich glaube, da kommen noch mehr Gegner gleich. Ja, da ist auf jeden Fall ein Dude. Oh, ich habe hier so was Miniges drin. Hab ich ihn gerade Nice. Ich habe gerade einen Typen getötet. Weil ich krass bin. Ist das jetzt hier Salz? Ja. Oh, nice. Ich sehe gerade dieses Meme. Is this salt? Okay, und jetzt hast du ganz viel Salz, ja? Ja, ich krieg mit einem Schlag, kriege ich irgendwie auf einen fünf Schlag. Stück. Ich leuchte dir. Ich leuchte dir. Das ist halt schon ganz nice, weil dann kann ich halt einfach ein bisschen Salz, also ein bisschen diese... Getrocknete Schmotze herstellen. Diese Felle, ja. Dann kannst du nächstes Mal einfach direkt einen Rucksack nehmen. Yeah! Like it. Aber vor allem sind wir hier drin, ist safe? Nee, hier, wir sind im Miasma und da stand gerade noch so Gefahr in der Nähe. Also, weiß nicht. Wir sollten vielleicht hier raus und dann einfach... Oh mein Gott, Alter! Den Schluck auf ja, loswerden! Nein, jetzt hier nicht teleportieren. Ja, wir sollten hier raus. Oh, gehen wir mal hier hoch. Weil ich glaube, hoch ist besser. Na ja, okay, da können wir gleich rüberhüpfen. Dann müssten wir da ja irgendwie rüberkommen. Ich muss mal die Ausdauer regenerieren. Da sind noch Gegner! Nix machst du mit mir. Sterben tust du. Lehrlingszauberstab. Was zu lesen. Siehst du, es von Balthasar geschrieben. Okay. Jetzt Rucksack hier. Ist voll. Au. Kommen wir jetzt hier raus. Hier ist wieder mehr Salz. Okay. Da ist nur Salz drin, ne? Ne, es geht hier weiter, aber ich weiß nicht, ob es halt raus weitergeht. Ja, wir müssen irgendwie nach oben. Also, hier ist dann... Wie kommen wir raus? Hilfe! Machen wir mal eine Truhe. Weil mein Rucksack ist auch voll. Ja, Jägerbogen ist egal. Der ist scheiße. Ich guck mal einfach hier drinne. Mach mal. Ah, nee, ist Brutnest. Brutnest klingt nicht nach raus. Nee. Irgendwie hat sich aber es bei mir wieder refreshed. Ja, bei mir auch. Wir müssen uns einfach hochbauen. Ja, ich hab keinen. Ich hab nichts dafür. Musst du machen. Ja, mit der Hacke. Langsam. Ja, aber ich hab keine Hacke. Okay. Von da kommen wir. Aber da links, siehst du, da ist so ein Holzgestell-Ding. Mhm.
Ich flieg da jetzt einfach hin. Oh, da sind, ja, da sind Haken zum Hochhaken. Du siehst sie nicht genug aus? Stauer? Fick dich. Erstmal was lesen. Ich glaube, wir sind fast aus dem Miasma raus. Ich kann es spüren, ich kann es riechen. Wie riecht's denn? Frei. Ach, diese Ausdauer ist zwischendurch schon ein bisschen nervig, dass du, wenn du für sowas halt irgendwie einfach Ausdauer verbrauchst und einfach dann vor einer Wand stehen bleiben musst, um kurz halt fürs Klettern halt zu regenerieren. So. Ich war kurzzeitig außerhalb des Miasmas. Ich komme gerade aber nicht höher. Hier rechts. Ach, da ist ein Haken, den habe ich nicht gesehen. Ja. Können wir jetzt raus. Ah, geil. So, dann können wir noch ganz kurz den anderen Typen da platzieren. Balthasar. Balthasar. Balthadude. Alle sind sie im Keller. Warum kannst du sie nicht normal hinstellen? Warum sollte ich? Okay, der kann, der kann diese Munition für diese super special Dinger da herstellen. 50 Stück stellt man gleich, ja, okay. Miasma Überlebenstrank. Okay. Ja, davon haben wir auch viel gefunden. Gesundheitstränke. Insekten. Stimmt, die hätten auch einfach vorhin trinken können. Okay, der kann Waffen. Okay, der kann nochmal ein. Oh, der ist wichtig für mich. Zauberhüte. Oh, der kann Bücher herstellen. Wow. Wow. Zum Hinstellen. Das ist ja der Wahnsinn. Geistermagierstab. Wo findet man alte Bücher? Ja. Ja, das ist halt natürlich die Magierüstung und den Schleifstein. Warum kann er einen Schleifstein machen? Weiß nicht, aber. Mehlarbeiten, okay. mein Gott. Ja, cool. Ich bin gespannt, was wir noch für weitere Abenteuer erleben. Für heute ist leider erstmal aus die Maus. Es war sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich bin gespannt, ob ihr auch fleißig Clips gemacht habt. So, vielleicht ein oder zwei, einfach mal so zum Testen. Und ja, wann streamt ihr immer? Momentan mittwochs um 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Danke, Lamapet, dass du das auch nochmal reingeschrieben hast. Und wir wissen noch nicht genau wann, aber Freitag werden wir im Laufe des Tages, also wahrscheinlich, wenn Leute arbeiten müssen, weil es auch in unserer Arbeitszeit liegt, werden wir Minecraft spielen und streamen und gehen auf große Expeditionen. Wird wahrscheinlich wild und spannend und wir werden viel fluchen. Da freue ich mich schon drauf. Oh. Und hoffentlich habe ich dann keinen Schluck auf. Genau, bis dahin. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wie heißt das Spiel? Miasmaisiert? Entshrouded? Miasmaisiert? Du weißt, was ich meine. Ciao, Chat! Ja, tschüss.